Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zum ganz, ganz langen Rundgang. Ich bin mal gespannt, wie lang er wird über die nägelnagelneue AIDA Perla. Zweites Schiff dieser Klasse nach der AIDA Prima. Ja, und Änderungen wird es wahrscheinlich gar nicht so richtig viele geben. Das werdet ihr dann sehen, so im Laufe dieses Rundgangs. Aber ich dachte mir, wir fangen im Gegensatz zum Rundgang von der Prima, fangen wir jetzt mal oben an und nicht unten. Ja, schon mal ein wesentlicher Unterschied. Wir sind auf dem Patio-Deck. Dieses Patio-Deck ist nur für die Bewohner von den Panoramakabinen, die sich hier drumherum befinden. Und es ist für Suitenbewohner. Ja, und ich habe hier nun einen Bereich, der sich nicht geändert hat, meines Wissens nach im Vergleich zur Prima. Ja, das war ja so ein bisschen kritisiert worden, dass man es bei dem schlechten Wetter in der Hamburg-Saison kaum nutzen konnte. Ja, es ist natürlich jetzt auch gerade so ein bisschen windiger tatsächlich. Also man hat das während der Hamburg-Saison war das hier ziemlich oft leer und auch als ich letztes Jahr im April hier drauf war, ja, da konnte man nicht so richtig viel anfangen. Also das ist hier erstmal weitgehend unverändert. Ich bin dann sehr gespannt, wie man diesen Bereich hier dann für die Neubauten gestalten wird. Das Besondere ist aber auch, es gibt hier diese sogenannten Infinity Pools. Ursprünglich hatte ich überlegt, ja, springe ich am Ende des Videos da mal rein, so in voller Montur. Aber dann dachte ich, Mensch, ich habe ein drahtloses Mikrofon dabei, das hätte man nicht machen können. So, wollen wir, guck mal, ist frisch. Also das ist jetzt, darf man sich jetzt hier nicht so vorstellen wie so ein Whirlpool oder so, sondern das ist schon so 23 Grad. Ich lege mich fest, 23 Grad. Der hier auch wahrscheinlich, ja, gefühlt die gleiche Temperatur. Aber das ist natürlich was, wo man sagt so, das ist einfach ein Schmuckstück. Ja? Diese Infinity Pools sind ja nicht die einzigen hier an Bord, sondern es gibt eben auch welche, die für alle verfügbar sind. Wobei das natürlich, wenn 3000 Leute da reingehen, wird es ein bisschen eng dann in die anderen. Ja? Aber gut, so. Ja, hier gucken wir mal weiter. Ja, es ist halt wie gesagt ein bisschen windig. Ja? Aber ansonsten, wenn man sich so anguckt, eigentlich so ganz hübsch hier, auch mit solchen Daybeds. Und ich denke, da kann man schon davon ausgehen, selbst wenn die Panoramakabinen und die Suiten voll belegt sind, dürfte das hier nicht so voll werden am Ende. Kleine Erklärung, das ist hier die sogenannte VIP-Cruise. Ja, das ist die wirklich allererste Reise von AIDA Perla und es sind nur so 800, 900 Gäste an Bord, also das Crew-Passagier-Verhältnis im Verhältnis ungefähr 1:1, wie im Luxussegment. Ja, aber das ist natürlich sonst nicht, sondern sonst wird es natürlich insgesamt natürlich deutlich voller. Also falls ihr euch gleich wundern solltet, ja, dass es so leer ist. Ja. Gut, hier kann ich irgendwie auch entspannt sitzen. Ich denke mal natürlich, dass man jetzt auf der Mallorca, mit den Mallorca-Abfahrten, dann wesentlich mehr Spaß hier in diesem Bereich hat, als es nun bei der Prima irgendwie ab Hamburg der Fall war. Also das ist ja immer so eine Geschichte, was immer diskutiert wird, so nach dem Motto, ja, es hieß doch aber Ganzjahresschiff und wenn das jetzt im Sommer ab Mallorca fährt, ist es in Mallorca da nicht viel zu warm? So. Jetzt muss man ja sagen, es fährt ganzjährig ab Mallorca. Also es ist dann auch im Dezember oder im Januar da und dann ist das Wetter ja auch nicht so optimal. Wobei ich im Zweifel immer, wenn ich die Wahl hätte, ob ich im Dezember oder Januar ab Hamburg fahren würde, die Wahl würde immer auf Mallorca fallen. So, ja, ich bin dieses Mal besonders gut vorbereitet. Wir sind mit meinem Kameramann, mit Matthias, wir sind das alles hier vorhin einmal abgegangen. Ja, jetzt bin ich selber überrascht, dass ich angeblich hier lang gehen soll. Ich glaube, das ist falsch. Also hier kann man nochmal, weil wir müssen jetzt ein Deck höher. Also jetzt können wir hier nochmal sehen, hier ist eben das Patio-Deck. Oder geht es da hinten dann hoch? Nee, da kommen wir, glaube ich, nicht weiter. So, es geht, ja, es ist, also man kann sich noch so gut vorbereiten. Ja, ich warte noch auf den Moment, ja, wenn irgendwie dieser Rundgang von regelmäßig 1 Million Menschen geguckt wird, dann werden wir wahrscheinlich so Laufproben machen. So erste Laufprobe, zweite Laufprobe, dritte Laufprobe. So, dann laufen auch irgendwie ein Stylist oder so laufen hinterher. Aber dann ist es doch langweilig, dann ist es auch nicht mehr authentisch. Verdammt, wie komme ich jetzt hier höher? Das gibt's doch nicht. Also wir gehen jetzt mal hier. Das ist, irgendwie kam man höher. Das gibt's doch nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Also wir müssen ein Deck höher. Ging das nur, kommt man da mit dem... Na, hier geht's nicht. Geht das mit dem Fahrstuhl? Ach, nee, das geht auch nicht. Das gibt's doch nicht. Also ich sag ja, man kann sich noch so gut vorbereiten. Am Ende bleibt es... Das ist mir unerklärlich, wie wir da vorhin hochgekommen sind. Den Beachclub wollen wir noch gar nicht angucken jetzt. Vielleicht doch, aber wir wollen ja erstmal rausgehen da auf Deck 17. Also,
Das gibt's ja nicht. Ja, hier sind wir wieder richtig, aber ich kann mir das nicht erklären, wie das bei der Probe lief, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich doch sind wir hier. So. Aha, jetzt sind wir hier oben auf einem Bereich, ja, wo nicht so ganz viel los ist. Das ist eigentlich so ein reiner Sonnenbereich. Wir gehen da gleich noch mal ein bisschen vor. Aber erst will ich euch zeigen, Deck 17 sind wir. Hier geht es hoch zum FKK-Bereich. Ich gucke mal, ob die Luft rein ist. Also ob wir da jetzt mit der Kamera hochgehen können, ohne dass wir Ärger bekommen. Nö, das sieht gut aus. Keine Nacken in der Nähe, also kommt mal mit. Ja, so, das ist jetzt der Moment, wo die meisten enttäuscht abschalten, weil sie sagen, ja Mensch, wir hatten gehofft, er geht auf FKK-Deck. Aber hier ist es, oh, ja gut, das ist Whirlpool, hier ist schön warm. Ja, also das ist hier der FKK-Bereich. Das ist ja schon immer noch so eine, ich will nicht sagen, na doch, AIDA-Eigenheit. Ich weiß gar nicht, wie es sonst auf dem deutschen Markt ist. TUI Cruises hat kein FKK. Ich weiß nicht, wie es bei Phoenix-Kreuzfahrten, boah, windig hier, mein lieber Mann. Man hört das wahrscheinlich auch ein bisschen, ja. Also ich weiß nicht, wie es bei den Kollegen da teilweise ist, wie das da mit FKK ist. Aber eine AIDA-Eigenheit ist es auf jeden Fall. Und das ist ja eigentlich was, ja, was bei Deutschen schon noch sehr beliebt ist. Ne? Das ist ja immer die Geschichte dann, wenn ein Deutscher auf ein amerikanisches Schiff kommt und es dann doch mal wagt, in die Sauna zu gehen und dann plötzlich ohne Badehose und dann so, oh mein Gott, he's nude. Ja, das ist halt dann nicht vorgesehen, muss man sagen. Hier in den Saunen, wo wir später zumindest wahrscheinlich den Eingangsbereich sehen, da ist es ja so, dass man da natürlich nackt ist, dass man auch nackt sein muss. Ja. So, ja, hier oben sind wir nochmal. Können wir eigentlich nochmal da nach vorne gehen. Ja, man sieht, wo sind die Menschen, ja, wobei, ja, guck mal, es sind zwar keine Menschen da, aber es sind hier Liegen reserviert. Hier haben wir es wieder, ne? Der Deutsche hat hier dann morgens um 7 die Liege platziert, dachte sich, selbst 800 Gäste sind noch zu viel, ja, wobei, ja gut, da ist jetzt, normalerweise würde man jetzt noch so ein altes, abgelesenes Buch dazulegen oder so, ja, aber in dem Fall ist es dann eben nur ein Handtuch, so. Ja, wir sind jetzt nur noch mal zur Einordnung. Wenn wir jetzt noch mal gucken, dieses etwas merkwürdig anmutende Dach, das ist jetzt also dieses Patio-Deck von oben. Ja, also das sieht jetzt von hier so ein bisschen seltsam aus. Aber man kann jetzt hier natürlich vollkommen unentgeltlich einmal durchgucken und man sieht auch was. Also in dem Fall sieht man nichts, weil da jetzt nichts ist. Aber ja, das kann man hier machen. Das ist natürlich so eine Geschichte für Kinder, so ganz nett. Aber wir sehen schon, hier ist so richtig. Ja, das muss man einfach mal erleben. Deswegen ist es immer für mich so ein bisschen schwierig, so Tipps zu geben. So nach dem Motto, sag uns doch mal, ist das jetzt das richtige Schiff für Mallorca? Ich meine, guck mal, jetzt habe ich das Schiff hier so erlebt. Wenn man jetzt im Juli auf Mallorca ist, wo es ein bisschen wärmer ist im Großen und Ganzen, da ist dann das natürlich alles ein bisschen anders. Und insofern ist, wenn man das nicht direkt erlebt hat, natürlich schwierig. Einmal können wir hier nochmal rüber gucken. Da sehen wir nämlich den Patio-Bereich von oben. Ja, das sind dann für alle, die irgendwie in der Innenkabine wohnen und ein bisschen von dem Luxus mal kosten wollen. Die dürfen dann darüber gucken. Und dann denken sie sich, Mensch, beim nächsten Mal buchen wir eine Suite. Ja, also kann man die Möglichkeit, mal raufzugucken. So, ja, hier auch nochmal liegen. Im Übrigen alle einfarbig. Ja, also wenn euch Änderungen auffallen zu AIDA Perla, zu AIDA Prima, ich werde sie nicht alle sehen wahrscheinlich, weil es wirklich, ihr werdet sehen, marginale Dinge sind. Ja. Das ist immer so ein bisschen ja, eine Strategiefrage der Reederei. Ne? Ich meine, das kostet alles Geld, Sachen neu zu designen und so weiter. Und entweder man sagt nun so, okay, wir machen es wirklich gleich, weil es dann günstiger ist. Oder man sagt halt so, ach, wir ändern nochmal was. Hat dann bedeutet natürlich dann am Ende zusätzliche Kosten. Die Frage ist immer, die Flotte von AIDA ist ja so vielfältig, sage ich mal. Ne? Mit der ganz kleinen Cara, mit der Vita, mit der Aura, mit der Sphinx-Klasse und dann eben mit der sogenannten Hyperion-Klasse. Oh, jetzt ist warm. Ganz wichtiger Punkt auch, Beach Club. Ne? Viele denken dann so, ach naja, wenn ich hier auf dem Schiff bin, ich muss da gar nicht, ich kann hier mit meiner langen Hose. Ich sag mal so, lange Hose ist hier zu warm. Ja? Also hier brauchst du eine kurze Hose, sonst ist es wirklich, ja, das ist für mich nach wie vor ein Highlight dieser Schiffsklasse. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ja, das revolutioniert schon so eigentlich die Pooldecks auf Kreuzfahrtschiffen. Ich bin gespannt,
inwieweit das auf den Neubauten auftaucht. Es sieht eigentlich so aus, also diese charakteristische Kuppel, die sieht man auf den Renderings eigentlich auch. Ich bin gespannt, in welcher Form das bei Costa, bei Carnival, die ja auch ähnliche Schiffe bekommen, wie das da dann sein wird. Ich will noch mal zeigen, ich habe mal so ein bisschen geschätzt, wie hoch ist das Ganze, ne? Und diese Großzügigkeit hier, die man hat, das sind so, ich schätze, 11, 12 Meter. Und durch diese Wölbung, das ist ja eine spezielle Folie, die auch UV durchlässt. Ja, wenn man es positiv sagt, man so, okay, man kann braun werden. Wenn man es negativ sagt, man, Mensch, besteht eine Hautkrebsgefahr. Aber ihr wisst ja, dass ich mich eh nicht sonne. Insofern, ja, bei 1 Million Muttermalen ist das immer so ein bisschen so eine Sache. Ja, hier bekommt man jetzt wahrscheinlich auch einen völlig unrealistischen Blick von der Auslastung hier. Ja, was hier angeblich neu sein soll, guck mal hier, eine geheime Tür. Also wenn ich da mal gucke, das ist hier so die Kanzel, wo die ist so extra für so Schiffstester-Treffen gemacht und ich stehe dann hier oben so, nein, das natürlich nicht, das ist der DJ hier. Der kann jetzt von hier oben Musik machen und mir wurde gesagt, ich habe mich mal drauf verlassen, dass das angeblich neu ist. Ja, macht hier natürlich Sinn, weil das ist ja irgendwie die Location, wo ständig irgendwelche Partys oder so stattfinden, also ständig im Sinne von, ich denke eigentlich jeden Abend. So, Kollegen bei der Arbeit, sehr schön. So, jetzt gucken wir mal runter. Ah, was ich da gerade gesehen habe, eine Frage, die ja auch immer viele stellen, wie ist es denn in diesem Beachclub bei Hochsommer? Man kann da einmal da oben einmal sehen, da ist eine Frischluftzufuhr oder in dem Fall ist es wahrscheinlich eine Abluftzufuhr, eine Luftabfuhr, nee, das, so ähnlich, ihr wisst, was gemeint ist, die Luft kann da abziehen, die warme. Ja, gucken wir hier nochmal, ach guck mal, hier die Bühne auch effizient genutzt, hier hat man ein paar Stühle raufgestellt. Ah ja, dieses typische auch in dem Beachclub, man hat gar nicht jetzt unbedingt ausschließlich riesige Liegen, sondern man hat hier die etwas platzsparende Version, ja, dass man sagt, so Mensch, die Leute sollen sich da hinsetzen und sollen jetzt gar nicht hier jetzt unbedingt nur liegen. Ich meine, so bekomme ich mehr davon hier rein. Ne? Der Platz würde das, glaube ich, ansonsten nicht so zulassen, wenn ich dann nur große Liegen nur hätte. Ja, das hier, ne, das Charakteristikum der AIDAs, der allerersten AIDA, sternenförmig und wie hat man früher, hieß es, glaube ich, in der Werbung, der Mittelpunkt des AIDA-Universums oder so, diese Sternbar. Ja, so hat man das, glaube ich, früher gesagt. Die ist halt ja hier nach oben gezogen, was halt bei den älteren Schiffen eben nicht war, weil man eben sagt so, okay, das ist hier ja nicht ein klassisches Pooldeck, sondern ich habe hier wirklich den ganzen Tag Programm oder den ganzen Tag ist hier eben was los. Ja, das ist soweit alles, wie wir das hatten. Aber jetzt gucken wir mal hier, der Kollege, der ist tatsächlich neu. Ich bilde mir auch ein, dass diese Liegen auch andere sind als vorher, aber das bilde ich mir nur wirklich ein. Also das müsste ich mal in meinem alten Live-Rundgang nachgucken. Ja, so, guck mal, das ist hier der Mann, der damit dieses Schiff bezahlt. Gerüchten zufolge soll dieses Schiff ja nicht so sehr viel gekostet haben, weil die Reederei durch die Verzögerung einmal der Prima und der Perla, nein, die Reederei, die Werft, musste Strafen zahlen und so weiter. Am Ende blieb also gar nicht, hat der Kaufpreis wahrscheinlich wirklich hier in diesen Koffer gepasst. Ja, also man ist... Ja, das ist wirklich so eine Geschichte. Guck mal, hier habe ich schöne Dinge, mit denen ich jetzt hier... So, guck mal, das ist doch was. Also wahrscheinlich soll ich jetzt... Ich bräuchte mal so Challenges, ne, auf diesem Live-Rundgang, so nach dem Motto, laufe mit diesem Ding hier übers ganze Schiff. Die Frage ist, was passiert irgendwann, ja? Wird man dann irgendwann von der Security irgendwie, sagen sie, der Mann hat, der muss in die Klapse? Wobei, dann ist es wieder schwierig hier, aber gut, so schmeißen wir mal wieder die es wirklich haben wollen. Ups, so, ja. Gut, Pool, ja, Größe des Pools, normal, für AIDA-Verhältnisse fast schon gewaltig riesig, ja, weil der auch so durchläuft, so, also das ist, man hat sich also davon verabschiedet, so, was ich immer sage, so früher Modell Pfütze, ja, ist doch jetzt so, dass man denkt, ach ja, völlig okay. Ich will eigentlich, glaube ich, mal auf der anderen Seite raus, weil da kann ich ganz gut diese Flügeltüren da zeigen. Die nämlich auch zu dem Belüftungskonzept hier des Beachclubs gehört. Jetzt, doch irgendwie. Also man könnte ja denken, das macht er absichtlich. Läuft er absichtlich irgendwo gegen, ja? Aber es ist nicht absichtlich. So viel sei gesagt. So, das wollte ich nämlich zeigen hier. Diese Flügeltüren, die sorgen dann dafür oder sollen dafür sorgen, dass man diesen Beachclub hier auch bei schönem Wetter nutzen kann. Wir hatten also schon Sonne heute. Ja, man glaubt es gar nicht. Wir hatten schon Sonne heute. Kann man die eigentlich bewegen? Nee. Also ich nicht. Wahrscheinlich sind da irgendwelche schweren Motoren und so weiter. Also das ist schon,
alles ganz solide. Ja, wir kommen jetzt natürlich naturgemäß auf den Bereich, der jetzt nicht so richtig groß ist natürlich. Ja, was früher so dann das normale Pooldeck war auf den AIDAs. Es ist hier halt bei den Schiffen der Hyperion-Klasse ist es ja, relativ sparsam nur noch, dieser ganze Bereich. Klar, weil man halt sagt, okay, wenn ich das Ganze im Winter nutze, ja, dann macht es keinen Sinn, das irgendwie so riesig groß zu machen. So, guck mal, hier scheint das irgendwie, ist das so eine Strömungsgeschichte oder was? Ich meine, ich habe dieses Mal entgegen meiner sonstigen Gewohnheit meine Badehose dabei. Insofern würde ich das wahrscheinlich bei Gelegenheit nochmal ausprobieren. Also, das ist hier der normale Pool. So, wir wollen hier einmal wieder reingucken. Also, Pooldeck nur klein. Ja, guck mal, hier kann man offenbar joggen. Ziel auf der Seite, Start auf der Seite. Ja. Also, wer das möchte, kann da joggen. So, hallo. Ja, gucken wir mal. Jetzt, was wir hier haben. Ah ja, kleine Insider-Information. Diese Tür hier, da geht es zum Crew-Pool-Deck. Ja, also wenn ihr irgendwann, ich weiß, dass viele, die auch auf die Schiffe gehen zum Arbeiten, dass die das auch gerne gucken. Also da wisst ihr schon mal Bescheid. Aber jetzt wollen wir erst hier mal reingucken in den Spielbereich. Hallo. Hallo. Denn hier habe ich nun mal die Möglichkeit, während dieser Reise, es ist unfassbar, man kann hier tatsächlich kostenlos spielen. Also es ist nur während der Reise leider. Aber so, das heißt, ne, wenn ich nur sage Flipper, das Flipper gehört ja tatsächlich zu den Sachen, wenn ich irgendwelche Spiele mache am Smartphone oder Computer, lange ist es her, aber jetzt hängt der da so komisch. Ach, das ist ja immer. Ich meine, man weiß aber auch nie so richtig die Spielregeln. Select Action, jetzt blinkt das hier. Also, jetzt und. So, es ist jedenfalls so, vielleicht sollte ich so Let's Play Videos machen mit Flipper oder so. Ja, das wäre vielleicht eine Marktlücke auf YouTube, wobei man müsste da dann auch gut sein, das bin ich gar nicht. Also, guck mal, hier können wir auch mal reingehen. Denn ihr wisst ja, Teens, das ist hier die Teens Lounge. Ich kann ja solche Sachen immer nur sehr eingeschränkt zeigen, wenn sie denn in Betrieb sind. Da können wir zum Beispiel nicht rein, da ist gerade Betrieb. Aber hier können wir mal gucken. Ja, das ist schon alles recht ausgedehnt. Guck mal, hier mit Disco, mit Tanzfläche sogar. Ja, das ist alles wirklich sehr, sehr, sehr hübsch. Ach, guck mal, aber weitläufig hier auch. Also richtig groß. Aber klar, ich meine, AIDA, ja, mehr Familienprodukt geht eigentlich kaum. Ja, ach, guck mal, hier, Fatboy. Das sind ja hier diese, kann man sich da einfach so, ach, jetzt habe ich das Mikrofon hier hinten. Na, da darf ich nicht raussetzen, aber ist irgendwie, glaube ich, ganz nett hier, solche Geschichten. Und ich habe einen Blick in den Bereich, kann man da schon mal erahnen, da in den Four Elements Bereich, sieht man wahrscheinlich nicht so gut, aber gut, ja, in den Four Elements Bereich, wo wir natürlich auch gleich noch hinkommen, aber vorher Workshop Room. Sieht aus nach einem Workshop Room. Komm mal, wir gehen mal hier, weil da ist eine Tür. Da steht nicht, dass man sie nicht benutzen darf. Also hier kann man dann Bastelstunden machen oder so. Ein Traum hier. So, wir gehen hier gleich mal hoch. Da steht zwar, das Sportdeck ist gesperrt, aber windig, mein lieber Mann. Wir wollen ja hier auch keinen Sport machen, auch wenn das vielleicht mal gut täte. Ja, hier kann man Basketball spielen. Und im Winter, wenn dieses Schiff dann doch irgendwann mal wieder in Deutschland im Einsatz sein sollte, beziehungsweise im letzten Winter ist das ja so gewesen auf der Prima, da wurde hier eine Eislaufbahn eingerichtet. Ja, ist natürlich ja, eine ganz, ganz interessante Idee, weil das ist natürlich sonst der Punkt, was mache ich sonst mit so einer Fläche hier? Ups, jetzt was mache ich mit so einer Fläche? Ja, aber dieser Wind hier. So, Sport ist auch schon das richtige Stichwort. Denn einige von euch haben schon gefragt, sind die Minigolfbahnen wieder so hässlich? Also, ne, ja Gott, hässlich. Also, sie sind halt schlicht. Ne? Also, wenn wir hier mal gucken, sie sind schlicht. Ob das nun gleich hässlich ist. Also man könnte, man würde vielleicht so sagen, so Minigolfbahnen im skandinavischen Design oder so. Ne? Das, was? Bringt Spaß? Ja, sehr gut. Bringt Spaß, ist schon mal gut. Das soll ja auch so sein. Ja, ja, ist halt die, boah, windig, mein lieber Mann. Ich hoffe, dass der Ton noch einigermaßen, aber dafür habe ich hier so einen Puschel.
Ja, also Minigolf, Minigolf, Minigolf. Gehen wir mal wieder zurück. Ja, hier könnte ich jetzt einfach wieder hochgehen und das ist dann eben ja auch ein Liegenbereich, der eben einmal umlaufend da um den Beachclub herumgeht. Ja, guck mal, hier so ein kleiner Pavillon. Ich weiß gar nicht, warum der da ist, nur aus Schattengründen. Wäre ja nicht so schlecht, ne? Wäre ja nicht so schlecht. Ja, pff, keine Ahnung, was man da, was man da sich dabei gedacht hat. So, jetzt gehört ja zu jedem Pooldeck die Poolparty, hätte ich gesagt. Nein, die Poolbar. So, die ist dann hier auch passend zu den ganzen, passend zu den ganzen anderen Dimensionen eher klein für eine Poolbar, weil man eben sagt so, okay, das ist hier nicht so, weil man eben sagt, ja, das ist hier halt nun mal nicht so der Mittelpunkt des Ganzen, ja, sondern das ist hier halt ja eben eine kleinere Bar, die zu dem kleineren Pooldeck gehört. Insofern passt es wieder. Guck mal, hier ist ein Schachspiel. Ich nehme an, dass hier die Schachfiguren drin sind. Ah, siehst du mal, guck mal. Also wahrscheinlich wird das irgendwann, das ist ein Bauer. Bauer? Ja, das ist ein Bauer. So, jetzt, genau, werden die irgendwann hier wahrscheinlich aufgestellt oder so. Entweder kann ich das selber, ach hier, da gehört er hin. So lange kein Schach mehr gespielt. Wobei, ich kann Schach spielen. Also Bauern dürfen immer nur ein vorwärts und manchmal, ich weiß aber, am Anfang auch wahlweise zwei, glaube ich. Das... Ja, lange nicht mehr gespielt hier. Wäre mal eine gute Gelegenheit. Dann Shuffleboard, natürlich auch da. Ups. Jetzt muss man sagen, ja, das scheint mir hier auch so gelegen, dass auch keiner dadurch gestört wird. Ich weiß nicht, wie es jetzt, ob da drunter wieder Kabinen oder was, müssen Kabinen eigentlich sein, keine Ahnung. Aber das scheint jetzt hier nicht zu sein, ja, wo das irgendwie problematisch ist. Ich hatte neulich mal auf einem anderen Schiff, hatte ich eine Kabine mit Blick auf das Shuffleboard-Feld. Aber jetzt wird da auch nicht den ganzen Tag irgendwie rums oder so gespielt, sondern... Ja, das ist relativ undramatisch. So, hier haben wir nochmal der Blick in die andere Richtung. Da werden wir jetzt erstmal weiter nicht reingehen, denn hier wollten wir gar nicht rein. Hier ist die Toilette. Es ist wie gesagt sehr gut, dass wir ein detailliertes Konzept gemacht haben dieses Mal. Und dann gehen wir mal hier in so einen weiteren Spielraum. Ja, da habe ich nämlich auch schon was Lustiges entdeckt. Ich sollte das echt machen hier mit den Let's Plays. Hier gibt es nämlich so eine lustige Wand, ja, wo dann immer so Sachen auftauchen und dann, sage ich mal, da sind, guck mal, Felder, da muss man hier raufdrücken. Dachte ich, da, burp. Man soll so viele wie möglich innerhalb von einer Minute schaffen und... Wobei ich nicht weiß, was mit den Farben ist, ob das eine Bedeutung hat, aber ja, ist auf jeden Fall ganz witzig. Ich weiß gar nicht, ob das was kostet, ich glaub nicht. Sonst. Kostet nichts, ne? Nee. Genauso wie Tischtennis, alles kostenlos. Alles kostenlos. So, viel Spaß noch. Jetzt gehen wir mal wieder raus. Jetzt geht es nämlich Richtung Rutschen, ja. Das ist hier der Auslaufbereich der Rutschen. Die habe ich jetzt dieses Mal noch nicht getestet. Das ist im Grunde so, alles so, alles so wie beim letzten Mal. Und hier wird eben... Hier wird eben die Zeit angezeigt. Ja, da kann man so gegeneinander rutschen. Also Racer 1 18 Sekunden, 40 Millisekunden und Racer 2 15 Sekunden, 58 Sekunden. Ah ja, genau. Guck mal, da hinten geht es lang. Da klettert man dann hoch. Aber ansonsten soll es das auch schon hier erstmal gewesen sein. Rutschenvideo. Achso, komm ich hier. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus. Achso, nee, hier ist die. Ja, völlig, ja, egal. So, gucken wir mal, wo es jetzt lang geht. Ja, hier, das ist natürlich, kann es natürlich immer mal ein bisschen rutschiger sein. Hier gehen wir gleich lang in den Hauptbereich vom Four Elements. Aber wir gucken erstmal, wo geht es denn eigentlich zum Kids Club, zum Mini Club? Ja, da können wir zumindest mal den Weg zeigen. Es ist so die übliche farbenfrohe Gestaltung, ne? Alles so. Ja, relativ irgendwie warm, gelblich, so alles so ganz nett. Genau, hier gebe ich die Kinder dann ab. Die Delfine, hallo. Und ich habe ja auch Betreuungsmöglichkeiten, was natürlich auch besonders schön ist für Kinder unter 3 Jahren. So Eltern-Kind-Zeit. Hier kann ich dann noch teilweise Dinge machen mit den Eltern zusammen. Eine spontane Eltern-Kind-Zeit für alle kleinen Kinder unter 3 Jahren. So. Bitte diese Spielmöglichkeiten nur mit einem Elternteil besuchen. Ja, das ist einmal hier.
Also wir sehen schon, ne, wir sind in dem Bereich, ja, der für Familien, Kinder besonders interessant ist. Dazu gehört eben auch seit der AIDA Prima das Fuego Restaurant. Was auch immer das eigentlich heißt, Fuego. Jetzt kann man sagen, Fu ist das erste Wort, was viele Kinder, glaube ich, heute noch lernen, wenn sie lesen oder schreiben lernen. Wobei, das war vor 40 Jahren, aber ob das heute noch ist, weiß ich nicht. Fuego, whatever that means. Aber so, und hier habe ich halt, das ist halt ein Buffet-Restaurant, wie ich es eben auch habe, künftig dann auch auf den Neubauten, das haben sie auch schon angekündigt, die dann wieder aus Papenburg kommen. Hier ist geöffnet, ja, mehr oder weniger, ich glaube, mit Unterbrechung den ganzen Tag. Also morgens und dann auch nochmal spät bis in die Nacht. Hallo? Also das, was der California Grill anderweitig ist auf anderen Schiffen oder die Pizzeria Mare, das ist hier in größerer Form eben das, das Fuego Restaurant. Ja, guck mal, gesunde Dinge habe ich schon mal. Ich habe Salat. Aber natürlich geht es hier auch in erster Linie um die nicht so gesunden Dinge, nämlich um Burger mit Pommes, um Pizza, was ich hier alles bekomme. Sollte es das erste Video sein, wo ich eigentlich nicht spontan irgendwas esse? Das ist, wobei ich habe so viel Hunger, aber so eine Pizza kann ich mal hier, ne? Oder? So ein Stück Pizza. Boah, dann heißt es wieder, er spricht mit vollem Mund. Da werden die Abonnentenzahlen wieder in den Keller gehen, aber ja, so als kleinen Snack gut geeignet. Guck mal, ansonsten könnte ich hier auch Chicken Nuggets, grüner Spargel mit Tomatenwürfel, das ist dann auch was heute im Belladonna heute Mittag schon auftauchte. Also man versucht das dann auch so ein bisschen, ja, die übliche Geschichte, ne? Also es kann eben auch sein, dass da mal Sachen auftauchen, die es schon woanders gab. Ah, guck mal, hier habe ich Sandwiches. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das nicht auch relativ neu habe, dass ich so eine große Auswahl habe an Sandwiches. Bagels habe ich diesmal keine gesehen, aber jetzt kann man sagen, der Bagels sind vielleicht auch so ein bisschen out. So, Brot, Brötchen, Obst. Hier eben auch die Möglichkeit, ja, was zu trinken. Das war ja dann immer die Frage, zumindest am Abend bis 21 Uhr ist das hier geöffnet. Danach geht hier nichts mehr, ja, weil es eben, ich meine, klar, wir sind kein All-Inclusive-Schiff hier, sondern es ist eben so, dass ich eben die Getränke habe zu den Essenszeiten und das ist alles. Ah, guck mal, hier, das ist auch nochmal hier Soft-Eis. Ich meine, guck mal, das wäre doch gelacht, wenn ich hier nicht ein mehrgängiges Menü esse hier während des Rundgangs. Und das hier ist so diese ganz intelligente Version, auch bekannt von IKEA. Soft Ready. Ah, guck mal, jetzt fährt hoch. Also wie von Zauberhand. Gott, das, ja, aber so viel wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich es natürlich nicht steuern können, aber so. Schmeckt mindestens so gut wie bei IKEA. Ja. Oh, ein kurzer Trick, wo wir hier bei den Automaten sind. Hier kann ich Flaschen kaufen, halber Liter 2,50. Das ist günstiger, als wenn ich eine Cola an der Bar kaufe. Also so auf den Liter gerechnet. Also das ist so, ja, für unsere deutschen Sparfuchsfreunde, ja, an diesen Automaten, an diesen Automaten ist das billiger. Das hier ist der Außenbereich. Also außen, ja, außen im weitesten Sinne. Also der Bereich, der dann hier eben in dieses Four Elements integriert ist. Ja, hier ist dann einmal so ein, wie würde man das sagen, Strudelbecken oder ein Strombecken. Ja, also das erinnert halt hier doch so von der Grundanmutung, von der Atmosphäre hier ganz klar an so ein Spaßbad, ne? Auf jeden Fall. Das ist eben was, wo man natürlich dann ganz klar, ja, eben sich als Familienprodukt positioniert. Es ist aber auch, muss man auch sagen, auch weit genug entfernt, ja, irgendwie es ist weit genug entfernt von den anderen Bereichen. So ist es also dann möglich, ja, dass die Leute, die sagen so, ach Mensch, die wollen hier mit Kindern und Geschrei und so weiter, wobei nicht Kinder immer schreien, aber wollen sie gar nichts zu tun haben, so, das ist genauso möglich, weil das hier einfach so ein bisschen so ein abgetrennter Bereich ist, ne? Wir wollen mal hier kurz, ohne hier irgendjemanden zu zeigen, mal gucken hier in die Rinne. Das ist jetzt ein bisschen anders, die ist jetzt nicht mehr hellblau, wo die Farbe sonst abblätterte. Nein, das ist jetzt hier alles, hat man dieses Mal nicht mal mehr angestrichen. Die Arbeit hat man sich nicht gemacht, weil man da halt gemerkt hat, so bei der AIDA Prima. Das hat leider nicht funktioniert. So, ah ja, das hier ist wirklich hier für Babys, der Babynassbereich, für Kinder in Windeln oder die Kinder, die nicht mit der Benutzung von Toiletten vertraut sind. Macht das Sinn? Für
Macht das Sinn? Dieser Nassbereich ist vorgesehen für Kinder in Windeln oder Kinder, die nicht mit der Benutzung von Toiletten vertraut sind. Also bin ich blöd oder macht das keinen Sinn? Also das heißt ja, ich muss eine Windel anhaben oder aber ich muss Kinder, die nicht mit der Benutzung von Toiletten vertraut sind. Aber das sind doch merkwürdig. Also ich hätte gesagt für Kinder in Windeln oder Kinder, die mit der Benutzung von Toiletten vertraut sind. Aber das mag, also entweder ich mache einen Denkfehler oder das ist falsch. Also beides ist möglich. Ja, also wir sehen hier jetzt ordentlich was los. Ja, wie gesagt, wir haben ein bisschen gucken hier, wenn Kinder oder so. Das ist natürlich nichts, was wir da irgendwie nicht zeigen wollen. Man bräuchte dann eigentlich Genehmigung von den Eltern und so weiter. Also deswegen, ja, gefühlte Temperatur hier, 28 Grad. So, Matthias, mein Kameramann, hatte schon Angst, ich würde jetzt hier auf die Idee kommen, da oben rumzuturnen. Vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video. Ja, also das ist eben der Klettergarten da oben, der kostenlos zu benutzen ist. Also das ist jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie bezahlen müsste oder so. Habe ich auch tatsächlich auch noch nicht ausprobiert. Ja, also muss man gucken. Ja, das ist im Grunde eine ganz, ganz, ganz nette Geschichte. Ja, hier habe ich eine kleine Tribüne. Falls dann hier irgendwelche Filme gezeigt werden oder so, kann ich von da dann gucken. Ja, jetzt würde ich sagen, es ist ja ganz schön warm hier. Gehen wir mal langsam wieder raus. Hier kommen wir noch zu einer Bar. Tada! Hier ist auch richtig was los. Die hat den Namen, Fünftes Element. Ich wusste noch, es war der Titel eines Songs von Roland Kaiser. genau, so hatte ich mir das. Das war meine Eselsbrücke. Man muss ja immer so, ne, sich Eselsbrücken überlegen. Ja, jetzt sind wir hier im Außenbereich. So langsam muss ich das Eis mal irgendwie loswerden. Solange mir das hier alles runterläuft. Man sollte halt doch nicht versuchen, zwei Dinge gleichzeitig zu machen. Ja, arbeiten und essen ist einfach... Können wir mal kurz schon mal runter gucken. Da sieht man mal diese Dimension. Ne? Das ist diese überdachte Lanai-Bar, die wirklich riesig ist. Ja? Ich frage mich, ob da Leute dann da so einen Euro reinschmeißen oder so, weil das dann Glück bringt. Aber ja, so, jetzt gucken wir mal. Ich finde hier gleich einen Mülleimer. Das soll jetzt keine Respektlosigkeit dem Essen gegenüber sein, aber es ist jetzt einfach schlecht praktikabel. Ah, jetzt gehen wir hier auf diesen, wie heißt es denn hier? Skywalk, Seawalk? Jetzt dieses Eis ist ja wirklich, naja gut. So, das ist ja so windy. Der Trend hier in den letzten Jahren, ne, dass ich hier irgendwelche Glasgeschichten habe, blauer Balkon bei TUI Cruises, hier halt der Seawalk, Skywalk. Bei Princess Cruises habe ich das auch schon gesehen. Also das ist so ein Design-Feature. Kann man wahrscheinlich so bei so einer Werft, kann ich das wahrscheinlich im Konfigurator für das Kreuzfahrtschiff, kann ich das wahrscheinlich anklicken, ja, dass ich eben sowas haben will. Und deswegen machen das nun mal alle. Ja. Guck mal, ich werde jetzt hier einfach mal das hier mit reinlegen. Dann ist es irgendwie... Ja, wir gehen einmal runter. Jetzt ist auch nicht mehr so windig. Jetzt ist auch nicht mehr so windig. Ja, es war so schönes Wetter heute tagsüber, wobei ich finde, es geht noch. Ja. Ist jetzt halt auch nicht so aggressive Sonne. Sowas bei so ganz aggressiver Sonne zu drehen, ist es ja auch nicht optimal. Wir fahren jetzt einmal ganz runter nach Deck 7, war glaube ich der Plan. Jo. Ja, guck mal, das ist natürlich hier grandios, ne? Wenn du jetzt hier mal... ist das toll. Ja, es ist, das muss man sagen, ja, so gläserne Fahrstühle mit Blick zum Meer ist mit das Großartigste eigentlich, was es gibt. Also richtig, richtig schön. Da will man nichts sagen. So. Ich habe jetzt komplett fast vergessen, wo wir gehen wollten. Aber schauen wir mal, ne? Glaube ich hier die 6-7 und dann irgendwie nach Deck 8. Ich glaube, ich habe es jetzt wieder. Wir gehen erstmal, gehen wir hier lang, genau, ins Weite Weltrestaurant. Weite Weltrestaurant taucht hier auch wieder auf, wie es das ja schon gab, auf den Schiffen vor. Bis wann eigentlich? Auf der Ida Diva, so fortfolgende, gab es das schon mal. Dann gab es das nicht mehr, aber jetzt gibt es das hier wieder. Und heute hat man hier tatsächlich Kaffee und Kuchen, wobei das sonst wohl nicht so ist mehr.
Kaffee und Kuchen wird hier eher an den Bars serviert und nur an einigen Tagen dann nur noch hier, habe ich mir erklären lassen. Aber wie bei allem, was ich immer sage, so zu den, ich sag mal, Produktdetails, das ist immer was, was sich ändern kann. Ah, jetzt, guck mal, jetzt gibt es endlich Sahne. Gestern schon vermisst hier für mein Eis, es gab keine Sahne, jetzt gibt es Sahne. Ja, wahrscheinlich heute geliefert worden mit irgendwelchen Hubschraubern, die hier am Seetag das dann abgelassen haben oder so, weil sie gemerkt haben, Mensch, jetzt haben wir das Haselnusskrokant für den Schiffstester besorgt, aber die Sahne war nicht da. Also in letzter Minute noch gerettet. So, La Naiba, haha. Das ist einfach was, ja, wo man sagen muss, ganz wunderschöner Ort. Das ist eben auch was gewesen, was natürlich auf der AIDA Prima nicht so richtig gut zur Geltung kam, weil meistens das Wetter nicht so ganz optimal war, ne? Also so die hartgesottenen Raucher haben sich dann mal hier verirrt, ja, und die anderen dann eher nicht so. Aber das ist natürlich, ja, wir haben es ja vorhin von oben gesehen. Es ist ja wirklich ein Riesenbereich. Also hier passen ja, keine Ahnung, hier passen wirklich, also dreistellige Anzahl an Leuten passt hier hin. Gar kein Problem, ja. Also das ist wirklich was, wo man sagt so, okay, La Naiba, richtig, richtig schön. Genau, ich wollte noch mal ein paar zum Barkonzept sozusagen, oder wie ist das hier eigentlich für die Leute, die AIDA mit der AIDA, ich brauche echt einen Rückspiegel, den ich immer dann mal so hochhalte, dann gucke ich da mal so rauf, Schulterblick so, da, ja. Also, wie ist das hier mit dem Getränke, mit dem Barkonzept, was muss ich hier bezahlen an den Bars, prinzipiell alles. Ich habe einmal die Möglichkeit, aber ein Getränkepaket zu buchen, in dem Bier, Hauswein, Sekt, Softdrinks so enthalten sind. Preis, weiß ich nicht ganz genau aus dem Kopf, unter 20 Euro. Ich habe aber auch die Möglichkeit, so Rabattkarten zu erwerben, dass ich Getränke für 100 Euro trinke, aber nur 90 bezahle oder so in der Richtung. Ein komplettes All-Inclusive, wie beispielsweise die Schwester Costa anbietet als Option oder so, gibt es hier nicht. Ja. Oder MSC oder die ganzen Amerikaner, das habe ich halt hier nicht. Wobei das von den Amerikanern sehr teuer war. Ist Außenbereich hier vom Weite Welt Restaurant. Ja, man stellt das aber schon mal ein bisschen zusammen, weil man dann Angst hat. AIDA, very good. Ja. Weil man dann das Gefühl hat, weil man dann wahrscheinlich Angst hat, dass hier alles durch die Gegend fliegt. So, ja, das ist halt natürlich auch hier etwas ganz Wunderschönes, finde ich, diese Treppe. Wobei diese Kugeln hier noch können illuminiert werden in unterschiedlichen Farben. Ja. Also die nachts ist das dann besonders hübsch hier. Das gilt übrigens auch, wenn wir jetzt mal uns die Front angucken, diese Säulen, wenn man so will, oder die da immer runtergehen, diese, ja, die werden, können auch tatsächlich beleuchtet werden, was wirklich so ganz hübsch aussieht, wenn man dann da lang geht. Wir sehen hier diese sogenannten Lanai-Kabinen. Das sind die Kabinen, die einen Wintergarten dazwischen haben. Interessantes Konzept. Hat aber den Nachteil, zumindest diese ganzen Kabinen hier kann ich halt einsehen. Ne? Wenn ich hier etwas habe über dem Weite Welt Restaurant, die kann ich nicht einsehen. Das ist der Vorteil. Ja? Diese Strandkörbe gehören jeweils nicht dazu. Also nicht zu den einzelnen Kabinen, sondern die kann ich dann hier nutzen. Ja, das ist was. Also Strandkorbverleih auf dem Schiff gibt es noch nicht. Also von daher, ja, das ist was, was ich kostenlos tatsächlich nutzen kann. Und das ist natürlich, ne, so Strandkörbe hier raufzupacken, ist natürlich, ja, also mehr Deutsch geht einfach gar nicht. Ne? Also der Strandkorb ist ja irgendwie das, was der Deutsche im Urlaub einfach liebt. Ja, auch wenn es jetzt gar nicht so, na doch, ich meine, das hat Vorteile. Ja. Also was den Schatten oder so angeht, ja, ist einfach schon ganz gut. Ja, also so ein klassischer Strandkorb, das hat schon was, ja. Also, aber ne, schön, dass man das auch wirklich noch nicht so als Einnahmequelle entdeckt hat, sondern ja, dass das eben was ist, ja, was noch kostenlos ist. Ja, kostenlos auch, oder aber kostenlos, ihr wisst, im Reisepreis enthalten, ist hier der Infinity Pool. Gefühlt ist die Temperatur hier 2 Grad wärmer als da oben andere Seite im Patio-Deck. Ja, das ist also der hier, der für alle zu nutzen ist. Ich denke, das ist auf der anderen Seite, bin ich nicht ganz sicher, glaube ich, gibt es auch noch einen. Ja. So, also das ist schon so, dass da jeder etwas von haben kann. Ach nee, der zweite ist hier. Ob jetzt auf der anderen Seite, nagelt mich bitte nicht drauf fest. Also hier ist auch einer. So, klar, warum hat man hier eigentlich dann relativ hohe Wände? Ist auch einfach zu erklären, weil es natürlich dann sonst mal schwappen kann, wenn sich das Schiff ein bisschen bewegt. Und diese Wände sollen eben dafür sorgen, dass das nicht passiert. Wir sehen hier schon mal den Außenbereich vom, ich hätte gesagt Steakhouse Surf and Turf, aber es ist die andere Reederei.
Buffalo Steakhouse heißt es hier. Ja, Buffalo Steakhouse, wie das so ist, dann Steakhouse, das beliebteste Aufpreiskonzept, würde ich sagen, auf Kreuzfahrtschiffen überhaupt. Ja, das ist immer was für die Reedereien sehr, sehr gut funktioniert normalerweise. Und ja, dementsprechend gibt es das eigentlich auch auf fast jedem Schiff. Ja, hier gehen wir mal, guck mal, hier können wir mal einen Blick werfen hier auf die Fahrstühle. Hier ist übrigens das Wunder von Nagasaki passiert. Ja, das Wunder von Nagasaki. Man hatte auf der AIDA Prima hatte man Probleme mit den Fahrstühlen. Man hat auf die Seite gedrückt und das hatte keine Auswirkungen hierauf. Und guck mal, hier leuchtet es jetzt auch. Ja, also die sind jetzt rechts und links, Steuerbord und Backbord ist jetzt verknüpft. Das heißt, guck mal, es kommt jetzt hier einer. Das ist ein Wunder. Also ich würde es als das Wunder von Nagasaki bezeichnen, dass man es jetzt tatsächlich geschafft hat, die ordentlich zu programmieren. Also ja, ja, ich meine, gut, ne, da baut man ein Schiff das erste Mal so und da läuft nun mal noch nicht so alles ganz korrekt. Also ja, passiert halt, ne? Das ist bei jeder Schiffsklasse letztlich so. Das wird auch, man glaubt es nicht, aber das wird auch, und ich wette, das wird auch mit den Schiffen aus Papenburg passieren. Ja? Nur weil es die Meyerwerft baut, eine neue Schiffsklasse, heißt nicht, dass dann alles gleich funktioniert, sondern auch da wird man dann feststellen, so, es wird kleinere Dinge geben oder so. Also ja, gut, hier loungig, nett. Diese Möbel, das sieht alles ganz gut aus. Aber man hat wirklich das Gefühl, ich gehe hier über ein komplett leeres Schiff. Ja, also das ist, glaube ich, eine Atmosphäre, die man so nie wieder wird genießen können. Aber das ist natürlich hier für unseren Rundgang die perfekte Variante. Das Restaurant Rossini. Klassisches Fine Dining, wenn man so will. Liegt hier etwas ungewöhnlich, nämlich so im Inneren. Ach guck mal, vorhin war noch offen hier. Jetzt haben sie gedacht, so, jetzt kommt er gleich, jetzt machen wir zu. Aber also wenn man da mal so ein bisschen reingucken kann, Rossini ist ja ein Gourmet-Restaurant. Und hier kann ich dann so 6-8-Gänge-Menüs. Heute gibt es 6 Gänge hier. Marktfrischer Fisch, junger Mais, Black Angus Rind, Milchbrot, Rosinen, Schwarzkirsche, Buttermilch. Klingt interessant. Benjamin Miller, Chef de Cuisine Rossini. So. Ich werde versuchen, jetzt nicht zu schreien, auch wenn da unten geprobt wird. Ist aber ja eigentlich auch gar nicht nötig. Hier sind wir bei der Sushi-Bar, auch gegen Aufpreis wie das Rossini, à la carte. Ja, hier die größte Änderung an diesem Schiff. Ja, man hatte hier vorher Stehtische, jetzt beziehungsweise hohe Tische, jetzt hat man hier niedrige Tische. Ja, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Aber ansonsten muss man sagen, ja, marginal, was man an Änderungen gemacht hat. So, wir sind im Theatrium, ja. Denn ihr wisst ja, AIDA hat seit der AIDA Diva 2007, also seit mittlerweile 10 Jahren, in den Neubauschiffen dann kein Theater mehr, sondern man hat gesagt so, hey, wie cool wäre das denn, wenn wir so eine Mischung hätten aus Atrium und Theater, also Theatrium. Man hat nun seit der AIDA Prima hier diese interessante Kugel da. Finde ich so ganz cool. Ja, man hat diese Weltkugel, die man da, ja, das ist eine LED-Kugel, also man kann da unterschiedliche Sachen machen. Wir platzen da jetzt gar nicht, wie man jetzt denken könnte, in eine Show hinein mit der Musik, sondern es ist einfach so, dass da geprobt wird. Das ist halt dann, ne, wenn man so ein offenes Theatrium hat, bleibt das halt nicht so wirklich aus. Ja? Man muss sagen, die Plätze nicht alle optimal. Also wenn man da jetzt in diesem Ding da sitzt, kann man gar nicht so viel sehen. Deswegen ist da der Fernseher, damit man da dann die Show sehen kann. Auch wenn man hier vorne sitzt, ich setze mich da kurz mal hin. Ja, das ist so ein bisschen, ist halt, ja. Guck mal, jetzt sitze ich hier, ich sehe den oberen, das ist, nee, sehe ich eigentlich gar nichts. Also das ist schon so. Das kann man auch nicht beschönigen. Also ich habe hier wirklich Plätze, wo halt gar nichts geht. Wo ich nichts sehe. Dafür brauche ich den Fernseher. Ich meine, gut, ich habe den Sound, der ist wenigstens authentisch, also das ist wenigstens dann der Sound von der Bühne durch Lautsprecher, aber ja, ansonsten ist es das halt. Wir gucken hier mal rein. Die AIDA Lounge für Suitengäste. Ja, geschlossene Veranstaltung, deswegen geschlossene Tür. Ja, man, guck mal, da sitzt der. Können wir mal, ich habe mal geklopft. So. Hello, can we have a look? Yeah, thank you. Das ist die AIDA Lounge hier für Suitengäste. Und da wollen wir mal gucken. Ich habe auch hier ein kleines Buffet. Dann tatsächlich, wenn ich mich erinnere an die AIDA Lounge auf der Prima. Ja, also sollte ich jetzt Hunger haben, könnte ich jetzt hier nachlegen. Wasser, Plunder,
Bagel, belegte Baguettes, so Kleinigkeiten. Ja, und ich kann hier mir Kaffee nehmen und so weiter. Das ist tatsächlich alles im Reisepreis enthalten, wenn ich die Suite habe. Ja, ja, schön, dass wir noch reingekommen sind hier. Super. Hatte schon befürchtet hier bei der Probe, das wird gar nichts, aber wenn man einmal klopft, hallo. Auch schon auf der Prima gewesen, oder? Genau, ja, guck mal, das Gesicht. Manchmal erinnert man sich an Gesichter, die große AIDA-Familie. Hier wollen wir auch nochmal rausgucken. Ja, hier draußen, dieser Bereich gehört eben auch dazu. Wo geht es denn dahin? Ist das da schon? Das müsste der Spa-Außenbereich sein. Genau, wo man mittlerweile nicht mehr nackt rausgehen darf, weil man dann natürlich irgendwann festgestellt habe, ja, naja, man kann da ja vom Balkon runter gucken. Ja, also das geht natürlich nicht. Also das ist hier auf jeden Fall ganz hübsch. Ich meine, klar, das ist der Trend, dass ich den Leuten, die eine Suite gebucht habe, eben versuche, noch deutlich mehr zu bieten als das, was die normalen Gäste bekommen, weil sie zahlen eben deutlich mehr. Ich bin sehr gespannt, langsame Türen, zu langsam für mich, aber ich bin sehr gespannt, was da auf den Neubauten kommen wird, ob man da vielleicht dann so weit geht, dass man da sogar ein Restaurant hat oder so für Suitengäste. Das ist also durchaus auch was, ja, was, ja. Irgendeiner von euch hat mir heute extra noch geschrieben, geh bitte auch beim Rundgang in die AIDA Lounge. Ja, also du siehst ja, wir haben das irgendwie alles möglich gemacht, das ist ja ganz klar. Weil das ist immer der Punkt, ne? Für wen macht man es am Ende? Das ist natürlich in erster Linie, damit ihr den größten Nutzen davon habt, das ist ja völlig klar. Besagtes Steakhouse. I believe I can fly. Das ist die Show mit Musik aus den 90er Jahren. Die man hört, die nämlich ganz neu produziert wurde für dieses Schiff. So, ich hatte ja als drittes Fach im Abitur Musik. Ich hoffe, man merkt das noch. So, wobei ich neulich nicht wusste in dem Video über die Majestic Princess, was eine pentatonische Tonleiter ist. Da waren ja so Xylophone, das klang ganz komisch, es war eine pentatonische Tonleiter. Aber jetzt wird es zu nerdig, also bevor ihr alle abschaltet. Wir sind in der Vinothek, ja. Hier kann ich also Wein kaufen. Ja, das ist was, was offenbar zu funktionieren scheint. Ja, das ist ja was, das sind ja so gewisse Dinge, so als damals zum Beispiel, wenn wir nochmal bei den Mitbewerbern gucken, Mein Schiff. Die hatten das dann auch auf den ersten beiden Schiffen, später haben sie es nicht mehr gemacht, hat sich offenbar nicht gelohnt. Aber hier scheint das was zu sein, was offenbar funktioniert. Ach, guck mal, hier lagert das Fleisch. Ob das echt ist? Kann man das aufmachen? Na, das ist ja, warum kann man das aufmachen? Ach so, weil man kann es abschließen, ja, aber ist es nicht. Das teure Rinderfilet hier vom 25.05. wird 30 Tage lang jetzt reifen. Also, ich nehme an, dass das außerhalb dieser Reise hier abgeschlossen ist. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. So, das ist kein... Was ist das denn? Das ist ja interessant. Ein Kamin. Aber, also, das ist ja kein echter Kamin, aber... Das sieht ja interessant aus. Naja, gut. Eine Kaminattrappe, sagen wir es mal so. Ja, zu. So, jetzt gehen wir mal rein. Hallo. Also hier sind wir schon gestern Abend gewesen, das ist also ganz wunderbar gewesen. Lunch kann ich auch bekommen hier tatsächlich. Ja, also das ist immer je nach, wo ist die Kamera? Ach da, genau. Ja, das ist immer ganz unterschiedlich, aber natürlich ist das hier so die Geschichte für abends. Es gibt hier Süßkartoffelpommes mittlerweile. Also Süßkartoffelpommes, die waren auch sehr lecker. Ja, Süßkartoffelpommes kennen genau zwei Zustände, nämlich entweder lecker oder matschig. Also es gibt nur beides, hier waren sie lecker und knusprig. Ja. Gegen Aufpreis und wir hatten, Bison-Rinderfilet. Das hat seinen Preis, 180 Gramm, knapp 30 Euro, aber es war schon sehr gut. Ja, gut, das ist also der Bereich hier, Wein, Vinothek. So, jetzt kommen wir zu dem Bereich, wo ich mir irgendwie demnächst vielleicht mit mich auch von der Zigarettenindustrie irgendwie sponsern lassen sollte, dass ich sage, Mensch, ich zeige auch die Bereiche auf den Kreuzfahrtschiffen, wo man rauchen darf. Dafür sponsert ihr mich. Das wäre doch ein super Deal. So von Remzma oder so oder British American Tobacco. Ja, also jetzt gucken wir mal hier, wo es nämlich hier lang geht. Das ist eine Raucherlounge. Ach, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Es sieht auch wirklich ein bisschen nach Lounge aus. Ist jetzt nicht nur, dass man jetzt sagen würde, so, es ist irgendwie hässlich, so, nö, also das ist jetzt nicht so, dass das hier jetzt so für die Raucher nur so das Allernötigste ist, sondern man würde sagen, ach, kann man sich sogar hinsetzen, gibt sogar Kissen, also es ist nicht so, ja, dass die Raucher so wie am Flughafen, wo man dann so 2x2 Meter hat, wo man dann so sich reinstellen muss, so ist es hier nicht, also es ist ja halt so, ne? Die deutschen Reedereien haben noch ein Herz für Raucher,
Ja, ich kann auch auf dem Balkon rauchen. Zum Leidwesen dann der Nichtraucher dann am Balkon daneben, wenn es da rüberzieht. Das ist natürlich nicht so toll dann. Ja, Theatrium gucken wir uns gleich von einer anderen Stelle auch nochmal an. Eine der üblichen Bars. Ja, es ist halt dieses Theatrium-Konzept ist halt insofern aus Seiten der Reederei relativ genial, weil die Leute sind eben nicht da gefangen wie in einem Theater, sondern sie gehen dann mal raus, trinken was, also geben Geld aus. So, deswegen ist das halt was, ja, deswegen ist das halt was, was die Reedereien eben sehr gerne mögen. Was rede ich da? Was AIDA Cruises sehr gerne mag. So, das wollte ich sagen. Man ist irgendwann mal, wenn man so viel redet, schleicht sich da auch mal was ein, wo man denkt, so hinterher so, habe ich das wirklich so gesagt, ja. Also AIDA findet das super, dieses Konzept. Organic Spa, yeah, seit der AIDA prima, Sauna nur gegen Aufpreis. Sauna zu betreten von 7 bis 23 Uhr. Wer nun sagt, im Moment, halbe Stunde reicht mir, kriegt das für 5 Euro. Halber Tag, so 5 Stunden, 19 Euro, ganzer Tag 29 Euro. Also das ist irgendwie, ja, hier der Eingangsbereich und ab da geht dann gar nichts mehr. Da komme ich also nur noch im Bademantel durch, ja. So, und ja, also im Bademantel heißt nicht, dass ich nicht die Kamera mitnehmen darf wahrscheinlich, aber ich glaube, ja, also hier geht es zum Spa. Genau, also das ist mittlerweile eben ja deutlich aufgelockerter, dadurch, dass ich eben mehr Termine buchen kann und nicht mehr nur den ganzen Tag nehmen muss, also deutlich flexibler. Ja, so, immerhin klar, es gibt Behandlungskabinen, Spa-Suite oder wie es heißt, glaube ich, für zwei Personen und so, wie man das eben so hat in diesen Spas, aber ja, das ist eben jetzt auch nicht so richtig spektakulär dann am Ende, diese Behandlungskabinen. Ja. So, wir sind auf Deck 7 und schauen dann hier mal in die Einkaufswelt. Das ist heute der Vorteil, sonst drehe ich ja in 99% der Fälle diesen Rundgang immer an Hafentagen. Auf dieser Reise haben wir gar keinen Hafentag, deswegen bin ich nun heute mal hier am Drehen, am Seetag. Ja, Logo-Artikel ohne Ende. Guck mal, hier die Bademäntel, das wäre doch mal was. Riecht alles noch neu hier. Ach, ja, ja gut, auch schon das neue Logo hier, nicht mehr hier das alte. Also das alte scheint dann doch weitgehend, na doch, hier und da sehe ich es noch. Hier und da, also nur zur Erklärung, wer fragt, wie ist denn das alte Logo? Es ist, man hat halt diesen Strich da nicht mehr. Also das alte Logo erkennt man daran, dass es damals den Strich hat. Das neue hat den Strich nicht mehr. Ja, wahrscheinlich hat eine Agentur dafür sehr viel Geld bekommen, dass sie gesagt haben, lass doch den Strich weg. Ja. So, Kleidung, ja. Wenn man jetzt feststellt, so, ach, ich habe irgendwas vergessen. So wie ich, der irgendwie festgestellt hat, ich habe jetzt gar kein Hemd oder so dabei. Weil irgendwie dachte ich so, AIDA geht auch immer im Polo eigentlich. Wobei jetzt habe ich... Jetzt ist hier VIP-Cruise. So, jetzt sieht man hier die ganze Geschäftsführung und denkt dann, na, hättest du mal doch was Ordentliches zum Essen, zum Anziehen mitgenommen. Aber kann ich natürlich dann hier auch kaufen. Ja. Tommy Hilfiger, glaube ich, neu dabei, wenn ich das richtig irgendwo gelesen habe. Ich meine, gut, ist dann, da macht man dann irgendwelche Deals. Ne? Die Shops machen dann irgendwelche Deals. Und ja. Ah, ja, genau, wir gehen jetzt hier lang, richtig. Ja. Nun gehört ja zu einem Spa oder so auf jeden Fall auch etwas, nämlich auch ein Friseur. Der ist dann hier. Ja. Einmal hier der Friseur. So, dann will man natürlich irgendwo auch gut riechen. Wenn man gut riechen will, hallo, dann kommt man hierher. Wo sind einmal die Männerdüfte? Da. Genau. Ah, guck mal, Männer haben schon gar nicht mehr so weit. Das kann man auch sagen, als Mann muss man gar nichts mitbringen. Man geht hier vom Abendessen, geht man kurz hier rein und probiert dann einmal einen aus hier, was ist das? Luna Rossa. Aber Luna Rossa. Hat nichts mit AIDA Luna zu tun wahrscheinlich, aber ja, riecht wie Parfum. Also ich nehme seit Jahren, muss man sagen, das gleiche. Vielen Dank, tschüss. Seit Jahren das gleiche Hugo oder so. Ja, das ist, ja, ich bin da relativ leidenschaftslos, muss da nicht so 10 Parfums zu Hause haben. Ich habe total unpraktisch, aber brauche ja viel Platz. Ach, guck mal, hier ist das Nails Bar. Hallo, hier kann ich mir die Nägel machen lassen. Ja, das geht also hier. Also wer die Nagelschere vergessen hat, na, so ist es. Das ist wieder so diese männliche Sichtweise. So, also das macht das natürlich zum Verschönern und wahrscheinlich kann man die auch vielleicht so bemalen. Wie macht man die? Man macht die, wie heißt das nochmal, was man damit macht? Nail, man packt da irgendwas rauf, irgendwelche Steine oder so, ne? Was es alles gibt. So, guck mal, jetzt ist ja das Schild so ähnlich. Jetzt habe ich gesagt, jetzt gehen wir nicht hier rum wie beim letzten Mal, sondern gehen hier rum. Hallo. Ja, das ist ja eben auch was, wo man immer das Gefühl hat, bei AIDA große Sportbereiche. Ja,
Also alles da, die besten Geräte, mutmaßlich Live-Fitness mit Bildschirm, alle. So, ja, also hier kann ich dann, ja, das ist, ich habe diesmal, ich habe keine Sportsachen dabei, ne? Ich habe neulich, das sieht schon mal nach einer völlig falschen Anwendung hier aus. Also man hat natürlich auch Trainer, die man dann fragen kann. Ich habe Wasser, was gestern noch nicht angeschlossen war, was immer noch nicht angeschlossen ist. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis die ersten zahlenden Gäste kommen. Und ja, gut. Ich habe jetzt hier teilweise halt Bereiche, wo ich jetzt nicht unbedingt jetzt rausgucken kann. Aber hier, das ist ja, finde ich, hier mit mein Highlight hier, ne? Dieser Kursraum ist auch der Hammer, weil der ist zwar komplett innenliegend, aber er ist halt durch, der ist ja extrem hell oder so. Also das ist schon echt sehr, sehr cool gemacht. Auch wie auf der Ida Prima. Aber man sieht schon hier, ne? Guck mal, die ganzen Crosstrainer, die nicht am Fenster sind oder die Laufbänder, die sind nicht belegt. Aber hier alle wollen eben rausgucken, auch wenn es jetzt gar nicht irgendwie sonnig ist oder so. Ja. Ansonsten habe ich hier natürlich eben relativ moderne Geräte. Also so natürlich ist das gar nicht. Was soll man jetzt hier machen? Das wird auch immer. Guck mal, als ich da letztes Jahr in einem Fitnessstudio war, da gab es diese Dinge hier noch nicht. Soll man hier irgendwas mit der App machen? Sie und die App Trainingsstatistiken. Ja, also es ist etwas überfordernd. Aber ich glaube, man kann es auch einfach so schnell starten. Das wird immer komplizierter hier mit diesen Dingern. App öffnen. Nee, komm. Aber gut, ne? Ich meine, ups. So, ich sag ja eh immer, ne? Also etwas geschickter ist es gar nicht, so sehr viel zu essen. Weil wenn man so viel isst, das kriegt man halt alles gar nicht wieder runter. Auch nicht durch eine Stunde Crosstrainer am Tag. Ja, ach guck mal, hier geht das Wasser mittlerweile, ja, so, jetzt, naja, ich trinke das ist, sonst denken die Zuschauer immer, er trinkt da jetzt, das sieht aber so doof aus, habe ich dann beim letzten Mal gesehen, deswegen mache ich das dieses Mal nicht. Wobei, als ob das ein Kriterium ist hier für diesen Rundgang, ob es doof aussieht oder nicht, ne, dann kann man es gleich lassen, es sei es doof aussieht, aber ich glaube, na, das hier, das geht nicht, ich kann, das muss ich vorher trainieren. Also eventuell, das wäre vielleicht mal so ein Ziel so für den Neubau nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, dass ich sage, so mein Ziel wäre es, mich da dann einmal, es geht doch. Gott, aber wobei einmal ist jetzt nicht so die Kunst, glaube ich, ne? Oh, es geht eher darum, das öfter zu machen. Cycling. Ah, guck mal, wir können mal reingucken. So, oh, gucken wir mal rein. Also hier ist Cycling, Indoor Cycling. Super, Riesenraum hier, wow. Sehr cool. Sehr cool. Indoor Cycling, ja schön, dass wir das in Aktion gesehen haben. Ja, dann, ne, für Leute dann, die denken, Sport ist am einfachsten, man muss sich nur auf so eine Platte stellen, dann wackelt es ein bisschen und die Funde schmelzen quasi in diesen 20 Minuten. Dann, also wer daran glaubt, der benutzt die Powerplate. Ja, wobei es, na, das ist also, das soll wohl wirksam sein, sonst würde man es ja auch nicht hinstellen. Also ja, es gibt ja da auch Studien und so weiter. Ach, guck mal, jetzt mein Haar hier völlig durch den Wind. So, ich sag ja, ich brauche einen Stylisten, der hier mitläuft. Wenn die 1 Million Aufrufe kommen, dann pro Rundgang, dann können wir nochmal drüber nachdenken. Hier, Adidas, ein Adidas-Shop. Ob sie auch die Schuhe haben, die ich mir neulich gekauft habe? Hallo. Genau, also hier gibt es dann nur Adidas-Sachen, genau, also, wobei nicht nur Adidas-Sachen, auch hier, genau, die Raddresses sozusagen, eben hier im AIDA-Design, wenn nun sagt, so, okay, ich will so eine Fahrradausflug mitmachen, wie ihr ja wisst wahrscheinlich, liebe ich diese Fahrradausflüge, ja, beste Ausflugsform überhaupt, über 100 Fahrräder wurden gestern angeliefert, habe ich gehört, also, klar, das ist eben auch für die Reederei eine super Form, weil sie die eben auch selber veranstalten können und da kein Veranstalter mehr Geld noch zahlen müssen. Also das ist die super Geschichte. Eis habe ich eigentlich schon gegessen während dieses Rundgangs, ne? Aber hier ist dann dieser Magnum Pleasure Store. Zum Preis von 3,50 Euro kann ich hier nun mein eigenes Magnum kreieren. Also man hat da so ein nacktes, steckt das in Schokolade und dann kommen da irgendwelche lustigen Sachen noch rauf. Nichtsdestotrotz gibt es hier aber auch andere süße Dinge. Ich kann hier auch Eis erwerben und es gibt auch Torten, wenn wir da einmal gucken dürfen, vielen Dank. Guck mal, Erdbeer-Cheesecake gibt es, Schokolade-Sachertorte und. Wobei, jetzt kommt wieder gefährliches Halbwissen, ich weiß nicht, ob die überhaupt was kosten. Also na gut, auf dieser Reise ist jetzt eh kostenlos, aber wahrscheinlich kostet es was. Gehen wir mal davon aus, es kostet was.
So, hier, Reiseberater. Wer nun sagt so, Mensch, das war jetzt so cool, diese Reise, ich will am liebsten gleich wiederkommen, so, der kann das dann hier buchen. Oh, guck mal, hier ist noch, ein bisschen Staub ist noch drauf hier. Ja, wer so frisch aus der Werft kommt, merkt man das noch. So, das ist einmal hier, der Reiseberater oder die Reiseberaterin. So, wer nun sagt hier, es ist Valentinstag während der Reise, ja, das ist ja so der Tag der Blumenindustrie, der kann dann hier eine Blume erwerben oder zum Muttertag oder. Ja, wobei ich immer gar nicht weiß, frischen Blumen, das ist ja, weil ich so richtig viel Frische sehe ich jetzt hier gar nicht, aber das ist immer so eine Sache, ne? Das ist ja, Blumen sind ja wirklich ungefähr schwierig wahrscheinlich frisch zu halten oder so. Also, so, jetzt muss ich nochmal überlegen, wo wir jetzt hier gerade sind. Wir sind auf Deck 7 und hatten jetzt wahrscheinlich gesagt, dass wir von hier dann, hier geht's lang. Guck mal, ich bin selbstständig drauf gekommen. Ja, ist also gut, dass man das geprobt hat. Auch hier, hier ist das Café Mare. Café Mare heißt hier aber nicht nur Coffee Shop, sondern heißt hier auch Cocktails, was auch immer. Also ich bekomme hier das komplette Sortiment, für das es hier eine sehr ausführliche Karte gibt. Ja, ich denke mal manchmal ein bisschen zu ausführlich, aber ja, Riesensortiment, die Welt der Getränke. Gute Musik schon mal. Café Mare, Café Mare. Jetzt geht es Richtung Galerie. Also wir sind mittlerweile ein Deck tiefer. Hier habe ich natürlich fantastische Sitzplätze. Ja, also hier ist alles super. Wenn ich hier sitze, alles perfekt. Und klar, ich bin natürlich, das ist natürlich was sehr Unmittelbares, ne? Wie sehr ich... Ich bin sehr, sehr, sehr nah natürlich, wenn ich so von der Seite gucke oder so. Ich bin sehr nah eben an den Darstellern dran. Ja. Na, guck mal hier. Auch wieder hier so ein bisschen bunt. Ja. Weil klar, das ist nun mal, das gehört irgendwie auch mal dazu. AIDA ist nun mal, wenn man sich überlegen müsste, welche Farbe steht für AIDA. Es würde einem eigentlich keine einzelne Farbe einfallen, sondern es ist halt bunt. Ja, Kunstgalerie. Ich dachte irgendwann, als ich die auf der, ich glaube auf der AIDA Diva oder auf der alten AIDA Blue, hat man das glaube ich zum ersten Mal gemacht, alte AIDA Blue, da dachte ich so, hä, warum macht man das? Das ist natürlich so eine Geschichte, ja gut, bei den Amerikanern irgendwie relativ populär. Und, aber die Tatsache, dass die hier nun so groß auch vorhanden ist, also nicht nur hier, sondern eben auch schon auf der AIDA Prima, diese Tatsache verrät mir eigentlich, dass es sehr beliebt sein muss. Hier Bilder meines Nachbarn Udo Lindenberg, ja. Ich sage immer, Udo Lindenberg wohnt im Hotel Atlantik in Hamburg. Ich wohne dahinter. Ja, sehe ihn manchmal tatsächlich. So ist es nicht. Gut, James Rizzi. Ja, jetzt kann ich mir hier tun, als wäre ich hier voll der Kunstkenner. Ich hoffe, es ist Rizzi oder gibt es auch andere, die solche... Ja, ist natürlich mal so ein bisschen der nicht mehr lebende. Doch, Rizzi steht da. Ja gut, so Motive mit Kreuzfahrtschiffen natürlich besonders beliebt. Wo ist jetzt die Fotogalerie? Gucken wir hier mal. Hallo. So, ja, also das sind eben so Geschichten, die besonders beliebt sind. Ah ja, guck mal, das ist hier nun so gelöst mit den Fotos. Relativ elegant. Ich halte meine Bordkarte daran. Und dann werde ich zugeordnet. Ach, guck mal, neue Fotos hier. Ja, wie ein Doppelkind, das darf keiner sehen hier. Gut, machen wir beenden. Ja, möchten Sie den beenden? Ja, so, gehen wir wieder raus. Also das ist hier ganz gut gelöst und dann kann ich eben die Fotos bestellen. Tschüss, kann ich die Fotos bestellen und ja, dann werden sie ausgedruckt. Also das ist so die Variante, die umweltfreundliche, dass ich nicht 10.000 Fotos ausdrucken muss. Ja, hier kann man Kochkurse machen von dem Melzer. Ah, hier ist gerade der Pressetalk. Der Pressetalk mit dem Präsidenten von AIDA Cruises. Und ja, der steht da jetzt nämlich und der Kapitän und wir gehen mal still kurz rein, wir gehen mal kurz rein. Der Pressetalk, Pressetalk, oder? Pressetalk. Ist nicht der Pressetalk. Können wir kurz reingucken? Ja, ist der Pressetalk. So, wieder raus. So. Also, das ist die Taufpatin gewesen, der Präsident von AIDA Cruises und der Kapitän. Und das ist eben in der Kochschule gewesen, wo eben Kochkurse stattfinden. Tim Melzer Kochkurse. Jo. Hier sind wir jetzt im French Kiss. French Kiss ist das Restaurant,
ein Bedienrestaurant, was inklusive ist. Das ist ja, ja neu seit dem vergangenen Jahr bei AIDA Cruises, dass man da eben auch Restaurants hat, die im Reisepreis enthalten sind. Und das gilt hier nur dazu. Da kann ich zum Beispiel frühstücken. Ich kann aber auch zum Abendessen, kriege ich ein mehrgängiges Menü. Und ich habe hier, guck mal, das sind mal Dinge, die man dann hier eingeführt hat, das wirklich sehr, sehr lecker aussieht. Also Baguette mit geräuchertem Lachs, mit Schinken und Käse, mit Hähnchen, Tomate, Antipasti. So, also da hat man wirklich ein bisschen was gemacht. Oder guck mal, auch hier, ne? Das sind hier so Sweet, das sind so Tartlets, Tartatin oder was auch immer, Tarts. Ja, das ist tatsächlich auch im Reisepreis enthalten. Also das kostet nichts. Ja, so diese ganzen Dinge. Wobei natürlich die Macarons und die Trüffel kosten doch was, aber ja, wie das halt so ist, ne? Man versucht dann halt eben auch Dinge zu schaffen, zusätzliche Dinge, wo dann die Leute eben bereit sind, so okay, dafür zahlen sie dann, ja. French Kiss, ich habe natürlich ja die alte Geschichte, dass es natürlich so ein bisschen diskussionswürdig ist, was nun so dieses Offene angeht. Ne? Wenn ich abends hier ein gemütliches Dinner habe, Getränke hier übrigens zu bezahlen, Essen im Preis enthalten, wenn ich nun hier sitze, ja, dann natürlich, hier gehen Leute dran vorbei. Ne? Also das ist was, muss man sagen, finde ich dann im Großen und Ganzen eher suboptimal. Bin ich sehr gespannt, wie man das machen wird, dann auf den, wie man das auf den Neubauten machen wird. Ich meine, gut, was wäre die Alternative gewesen, dass man hier Wände gemacht hätte und dann wäre es wieder so ein Innenraum gewesen, hätte man jetzt da weniger Tageslicht gehabt als jetzt so. Ne? Das ist, ja, am Ende, ja, das ist auch mal schwierig, ne? Wenn man da so als Externer würde sagen, so ja, es ist jetzt unschön, dass man da so dran vorbeiläuft. Ich finde, bei so einem Brauhaus, das ist ja der Bereich, wo wir jetzt hinkommen, bei so einem Brauhaus finde ich das gar nicht so schlimm. Ja? Bei dem Brauhaus ist es, da gehört es irgendwie dazu, dass da auch Leute dran vorbeilaufen. Ne? Aber bei so einem Französischen ist es halt so ein bisschen anders. Ja, Brauhaus. Auch denke ich, ja, eine der Dinge, wo AIDA ja relativ früh mit dabei war, sowas auf dem Kreuzfahrtschiff zu etablieren, dass man sagt so, okay, wir brauen das Bier selbst. Ja, also das geschieht dann hier. Ja, ansonsten habe ich hier natürlich die Möglichkeit zu frühstücken oder aber zu Abend zu essen. So eben dann im Großen und Ganzen etwas deftigere Küche. Ja, also nicht nur etwas, sondern deutlich deftigere Küche. Ne? Also so Käsespätzle, habe ich neulich schon bei einer anderen Reederei behauptet, dass sie gut gewesen sein sollen. Aber die habe ich hier auch schon mal gegessen auf der Stella oder Sol im Januar, als ich da war. Da waren sie auch sehr gut. Wobei, ich habe gesagt, ich selber war irgendwie noch nicht in der Lage, die so gut zu machen. Also vielleicht liegt das auch an mir, ne? Weil ich selber nicht in der Lage bin, leckere Käsespätzle zu machen. Überall sind sie gut, aber nein, sie waren wirklich gut. So ist es nicht. Brauhaus, Essen im Reisepreis enthalten, Getränke nicht. So. Ansonsten ja in den Buffet-Restaurants, Getränke auch im Preis enthalten. Einfacher Tischwein, Bier, Softdrinks. So, wir gehen hier hin, wo wir nämlich schon waren, und hier schließt sich der Kreis. Das ist echt so krass, ne? Wie verwinkelt das und so ist. Das ist wirklich groß. Also deswegen dauert dieser Rundgang. Wie viele Minuten haben wir schon? 1 Stunde 8 Minuten. 1 Stunde 8 Minuten. Ach, guck mal, ich ahne schon, er wird wahrscheinlich etwas kürzer als beim letzten Mal. Aber beim letzten Mal war ja auch wirklich alles neu. Haben Sie hier noch, sonst gab es doch hier diese Disco-Fahrstühle. War das nicht hier? Da gab es diese Fahrstühle, die dann so buntes Licht oder so hatten. Hier fährt er hoch. Simsalabim. Nee, ach, fährt er einmal vorbei. Ah ja, gucken wir mal. Guck mal, hier. Einmal hier. Können wir einmal so an der Seite. Hallo. Hallo. Guck mal, das hier ist der Disco-Fahrstuhl. Wir fahren runter auf Deck 6. Wie auch immer das eigentlich funktioniert. Guck mal, weil vor allen Dingen, ich muss gar nicht raufdrücken, sondern kann es nur darüber führen. Also irgendwie muss das ein Lichtsensor sein, der dann merkt, es wird dunkel, also schaltet er das Licht an. Wie nannte jemand, ich wäre der Peter Lustig der Kreuzfahrt. Da passt es wieder, ne? Aber ist natürlich auch wieder nur in dem Fall nur Halbwissen. So, das beliebteste Restaurant auf allen AIDAs ist ganz klar das Marktrestaurant. Ja? Ich weiß gar nicht, ob wir hier mal, die Tür ist ja zu. Ist hier jemand, den wir fragen können? Do you know if you can have a look here or is it closed? So maybe. Ah, das ist auch ein anderer Kamerakollege, vielleicht können wir mal reingucken. Aber hallo? Wir gucken einfach mal, dafür sind wir ja da. Hallo? So, also Marktrestaurant, nur mal so, damit wir so
Achso, wir machen es einmal wieder zu, damit keiner nachkommt. Wir wollen ja hier so, dass alles hier seine Ordnung hat. Das ist ja so. Also, das ist ja hier das Schöne im Marktrestaurant. Ne? Ich habe es wirklich am Anfang immer so wie so ein Wochenmarkt. Jetzt könnten Leute denken, so, na, ist das ist irgendwie Plastik oder so. Nein, es ist alles echt und man kann das auch mitnehmen. Ja? Ich meine, gut, jetzt ist natürlich die Frage, was will ich mit einer Limette? Ja? Also vielleicht irgendwie, keine Ahnung, was man mit einer Limette machen soll oder so. Hier wird natürlich das Abendessen aufgebaut, deswegen wollen wir hier gar nicht groß stören. Aber wir wollen einmal ja, hier einen Blick reinwerfen. Ich habe diese übliche, sehr gemütliche Gestaltung, muss ich sagen, mit den künstlichen Bäumen oder so. Ne? Das ist also alles, ja, wie man das wirklich von AIDA von Anfang an mehr oder weniger kennt. Ja, also das ist, ja, das, da schaffen sie das irgendwie so eine, ja, gemütliche Atmosphäre oder so zu schaffen. Also, ja, wo wir uns hier einmal schon mal reingemogelt haben, wird es gar nicht stören, wenn wir weitergehen, glaube ich. Ne? Also da kann man noch, solange wir nicht rausgeschmissen werden, glaube ich, ist alles gut. Ja, also hier schon im Gange hier fürs Abendessen. So, ich glaube, ist nicht so schlimm, hat keiner was gesagt. Was man jetzt hier eingeführt hat im letzten Jahr auch, jetzt gibt es ja Menschen, die sagen so, okay, der Tischwein, der reicht mir nicht, ich möchte anderen haben. So, wie kriegt man das nun hin, ohne dass man hier nun Service braucht? Man hat so Weinautomaten, ja, sicherlich keine dumme Idee, sicherlich aus Effizienzgründen. Man spart den Kellner, der den Wein verkaufen muss. Guck mal, ja, das ist doch einfach hier der Gang hier. Also das, ja, erinnert irgendwie so, ich meine, das ist ein Produkt halt für den deutschen Kunden, ne? Und insofern muss man sagen, so ja, auf die 12, so, ne? Von der Gestaltung her, denkt man so, ja, sowas mögen Deutsche. Also, sowas mögen mehr als 50% der Deutschen, schätze ich mal. Gut, so, ah ja, Kaffeespezialitäten kann ich hier erwerben, ja, muss ich Karte ranhalten und dann muss das gekauft werden. Preise, glaube ich, wie in der Bar, also das ist hier nicht groß anders. Ja, das, ich vermisse halt hier so ein bisschen. Ja, wir wollen da echt nicht stören. Deswegen gehen wir hier wieder raus. Ja, sehr schön, dass es hier noch geklappt hat. Guck mal, wir sind in alle Räume, bis auf die Sauna sind wir jetzt reingekommen, wo ich eigentlich dachte, na, das klappt vielleicht gar nicht. Also das ist, ja, also Marktrestaurant, wie gesagt, ja, immer noch, klar, das beliebteste überhaupt. Ach ja, das habe ich jetzt noch nicht erklärt. Weil es so beliebt ist, will man nicht, dass die Leute jeden Tag hierher gehen. Warum will man das nicht? Weil dafür die Kapazität nicht reicht. Was macht man also? Es gibt hier jeden Abend das gleiche Essen. Muss man sagen, langweilig für die Köche vielleicht, aber gut. Ups. Wobei das ist, ja, bei irgendwelchen Kettenrestaurants oder so ist es auch nicht anders. Also, so, Tour wieder zu. Also, es gibt hier jeden Abend das gleiche Essen, ja. Und die Idee ist halt dahinter, dass man eben sagt, so, man geht eben jeden Abend in ein anderes Restaurant und nicht irgendwie 7 Tage hintereinander ins Marktrestaurant. Das Gleiche gilt auch mit dem gleichen Essen am Abend im Belladonna, was wir gleich noch sehen. Belladonna, italienisch, mediterran, dort Frühstück, Mittagessen. Hier sind wir zum Mittagessen gewesen heute. Und ja, und weil man das halt auch ein bisschen steuern will, sagt man dann hier halt auch, es gibt abends jeden Abend das Gleiche. So, aber eben, ihr seht schon bei der Masse an Restaurants, ja, wir könnten jetzt hier versuchen uns hier wieder, aber ich meine, man kann erahnen, es ist auch ein Buffet-Restaurant, ja, so, es wird da auch gearbeitet, also insofern lassen wir die mal in Ruhe ihre Arbeit machen. So, hier geht es dann wieder raus. Ja, am Abend alles schon eingedeckt hier natürlich fürs Abendessen, ja, mit Stoffservietten, ja, wie sich das gehört. Ah ja, ein Wort mal hier zu dem Deck hier außen. Wenn man das mal sehen kann, da sind eben die ganzen Rettungsboote. Denn die Rettungsboote werden nicht vom Lanai-Deck betreten im unwahrscheinlichen Fall, wie man so schön sagt, einer Katastrophe, sondern das Ganze nicht vom Lanai-Deck, sondern eben von hier. Hier, zweites Restaurant, Bedienung am Platz, Speisen im Preis enthalten, aber Getränke extra. Das Casanova, ja, italienische Küche. Also, wenn man hier mal kurz auf die Karte guckt, was habe ich hier für Gerichte? Also, ich habe hier Venusmuschelsuppe nach Art der Terra Firma, was auch immer das ist. Rigatoni, also Pasta mit Walnusspesto und gegrillter Salami, Spargelrisotto, Kalbshaxe, Kalbsleber, venezianisches Tiramisu, klassisches Rindercarpaccio. So, das habe ich hier alles, aber halt die Getränke sind zu bezahlen. Ich weiß gar nicht, was mittlerweile hier die Weine kosten, weil da dachte ich so beim letzten Mal, achso, welche Seite soll ich gucken hier? Beim letzten Mal dachte ich so, na, hätte ein bisschen, ich würde auch ein bisschen günstigere anbieten. Also, ja, ja, es ist immer noch, also
Der oberste hier 44,90, die Flasche, der günstigste Rotwein 24,90. Aber es gibt ein Rosé, Vino Rosato, ist das dann Rosé? Wahrscheinlich 19,90. Und ja, 24,90 schon die ganze Flasche Wein. Hatte dann aber auch zur Folge, das ist immer so die Geschichte, ja, wenn der Wein zu teuer ist, dann die Leute wissen sich dann ja zu wehren, dann bestellen sie halt keinen Wein, sondern sagen dann so, oh, wir trinken gar nichts. Oder bestellen nur Wasser. Das geht natürlich auch. Ja. Da ist natürlich so, dass die Reederei hat sich das dann anders vorgestellt, aber natürlich geht das auch. Ja, auch hier wieder, ja, die künstlichen Bäume. Ja, das ist, ja, ist wirklich so ein Designmerkmal, muss man wirklich sagen, ne, mit diesen Geschichten. Also Partnership Design, die Firma in Hamburg, die in der Regel hier die ganzen Designs an Bord macht, die scheint das sehr gerne zu verwenden. So, und deswegen taucht es auch eigentlich immer wieder auf. So, hier sind wir jetzt beim East Restaurant. East Restaurant, wie gehabt, auf den Schiffen auch bisher der Flotte, asiatische Küche. Ja, ich habe einmal hier Plätze hier draußen. Hier würde es dann normalerweise in den Buffetbereich gehen. Ah, wir können einmal hier kurz reingucken. Und ach, das ist ja ein Traum, dass wir hier wirklich alles zeigen können hier heute. So problemlos war das noch nie. So, ja, hier Buffetbereich. Ja, also hier kann ich mich bedienen. So. Und was es dann noch gibt, es gibt hier eine Teppanyaki-Station. Also da werden dann Gemüse, Fleisch und so, was ich mir selber zusammenstelle, wird dann da zubereitet. Und dann kann ich mir das später zubereitet abholen. Also das ist dann, ja, wer so ein bisschen selber kontrollieren will, was er denn da gerne isst, ist es natürlich eine super Geschichte. So, das East Restaurant. Also ihr seht, wir legen wieder gemeinsam einiges hier an Strecke zurück. Mehrere Kilometer während des Live-Rundgangs, aber warum auch nicht? Langsam könnte ich mal wieder was trinken. Teilweise fragt man sich aber dann natürlich so, was ist jetzt hier dieser Sinn, da, der Sinn dessen hier, ne? Also soll man sich jetzt hier jetzt so locker mal so hinsetzen? Wie ist das gedacht? Keine Ahnung, ja, aber das ist ja dann der Fernseher. Also soll man sich jetzt hier vor den Fernseher setzen? Also weiß ich nicht. Ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat man das zunächst geplant und hat dann immer gesagt, so, nee, wir hängen da aber noch Fernseher hin oder so. Aber ja, das sind immer so Sachen, keine Ahnung, also da müssen wir wahrscheinlich den Designer fragen, was er sich dabei gedacht hat. Das hier ist auch etwas, ja, was man hier bei der Schiffsklasse dann, AIDA Prima und AIDA Perla, was man verbessert hat. Ja, früher hatte ich hier teilweise Bänke, wo ich dann mich nicht mal anlehnen konnte. Ja, jetzt ist diese Rückenlehne zwar auch nicht sonderlich hoch, aber ich kann mich immerhin anlehnen. Ja, also das hat man schon verbessert, so ist es nicht. Weil das ist natürlich, ne, die Reedereien machen natürlich, fragen natürlich immer so am Ende der Reise, wie hat es gefallen? Also das fragen sie ja nicht einfach nur so, sondern sie haben ja diese Guest-Feedback-Bögen, die man dann ausfüllt, ja, wo man dann einträgt. So, dann werden wahrscheinlich sehr viele Leute gesagt haben, uns fehlt die Lehne. So, dann haben sie gedacht, so, naja, wenn wir neue Schiffe bauen, machen wir am besten mit Lehne. Ja, ja, das ist halt immer, eine andere Reederei sagt dann so, das Schiff ist um die Wünsche der Kunden herumgebaut worden. So, ich meine, klar, ja, wenn man so nach dem Wunsch des Chefs macht, das irgendwie wenig Sinn, ja, weil man will ja irgendwie die Gäste zufrieden stellen und die sollen ja immer wieder kommen. Immer wieder, möglichst mit der gleichen Reederei natürlich. Ja, das ist natürlich das Ziel, ne? Dass man eben auch so diese Vielfahrerprogramme, wie ich sie nun habe, ja, da ist natürlich das Ziel klar, dass man immer wieder mit der gleichen Reederei fährt und da bloß nicht abwechselt. Die Perla Bar ist eine weitere Bar, wo es relativ wenig so zu sagen gibt, denke ich. Genauso gut die Casino Bar. Und so, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt spielt ja nämlich keiner, glaube ich. Deswegen dürfen wir hier einfach auch mal durchgehen. Hallo. So, was nämlich hier ist. Also hier gibt es ja tatsächlich wieder das automatische Roulette. Ja, das ist also ja die Variante, die eben nicht mehr mit Live-Croupier ist, sondern was eben hier mit so einem elektrischen Spieltisch. Aber ich meine, es ist natürlich relativ. Also bei so einem echten Kessel hat man ja wenigstens noch das Gefühl, es geht dann auch alles mit rechten Dingen zu. Ne? Wenn das irgendwie, wenn das Roulette-Ding da auf dem Bildschirm ist, da denkt man ja immer, da kann die Software alles machen. Aber wenn da wenigstens der Roulette-Kessel echt ist, ist das vielleicht gar nicht so problematisch. Ja, Slot-Machines, Slot-Machines, Slot-Machines. Und hier dann auch wieder mein berühmter Schieber. Ja, auch dieses Mal werde ich nicht das Video machen, was passiert, wenn ich 100 Euro reinschmeiße, wie viel kommen wieder raus. Aber ich habe es noch auf der Liste. Irgendwann werde ich das machen. Hat vielleicht zu wenig mit Kreuzfahrten zu tun, aber gut. Ach ja, und hier kann ich, was kann ich hier machen? Hier kann ich Spielmünzen. Vielleicht sollte ich doch mal, was kann ich hier machen? Ich halte jetzt die Karte ran und dann sage ich hier, für 1 Euro will ich jetzt Spielmünzen. Ah.
So, guck mal, ah, Simsalabim, 1 Euro wird abgebucht. Jetzt kann ich das ja doch mal machen hier mit dem, wollen wir mal gucken hier. Erspiele ein Auto und gewinne einen Preis. Ich würde lieber einen Preis erspielen und ein Auto gewinnen, geht das auch? Aber na gut, so, wir schmeißen hier mal rein. Ah, da unten und nix. Einmal, zack, wieder nix, oder? Ah, na, also ich sehe schon, die ersten 50 Cent sind versenkt. Und. Ah, ja, es bleibt schwierig hier, diese. Und nochmal. Und, ah, ist krass, ne? 1 Euro innerhalb kürzester Zeit weg, ohne dass nur eine einzige Münze rausgekommen ist. Ja, gut, schade. Also, hier kann ich Schmuck kaufen. In welcher Größenordnung ist das denn preislich? Was ist, 170 Euro? Das ist ja Paul Hewitt, 27 Euro. Das ist ja richtig günstig. Ja, ich meine, guck mal, ist natürlich, ne, welche Reederei haben wir hier? Ist natürlich so, dementsprechend ist das dann von den Preisen auch gemacht. Also ich habe jetzt hier keine Ultra-Luxus-Schmuckartikel offenbar, wo ich dann irgendwie 3.000 Euro für den Ring zahle. Wobei, na doch, wird doch teurer hier. 650 für das kleine Ding. Na doch, doch, also wir steigern uns. Ohrringe 1.200. Das ist ja schon, das ist teurer als die Reise, Mensch. Also, ja gut, also ich korrigiere mich. Es gibt hier nicht nur günstige Dinge, es gibt hier Dinge jeder Preisgruppe, ja. Ah, wir sind jetzt hier in der AIDA Plaza, wo wir uns jetzt noch gar nicht so umgeschaut haben. Oh Gott, jetzt bin ich hier mitten auf der Bühne. Das ist jetzt nicht beabsichtigt. Ich glaube, dass man das hier von der Farbe anders gemacht hat. Ich meine, es wäre weiß gewesen, aber das sind so Kleinigkeiten, weil man hatte halt, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass diese Location hier nicht so sehr funktioniert, wie man sich das vielleicht so vorgestellt hatte. Hier ein Shop, ja. Neulich schon in so einem Live-Rundgang habe ich die Toblerone, die war in dem Shop bei TUI-Cruises, war die an der genau der gleichen Stelle. Ja, als ob das so sein muss, dass die Toblerone immer am Ausgang liegt. So nach dem Motto, wenn man denkt, ich habe gar nichts gefunden, denkt man, jetzt brauche ich doch noch was, ich muss ja dem Enkel was mitbringen, dann sieht man, ah, da ist die Toblerone, das geht immer. Ja, Toblerone wäre jetzt, also nach der zweiten Erwähnung von mir, wäre es jetzt auch schon wieder ein potenzieller Sponsor vielleicht. Also wenn Toblerone das sieht, können wir darüber reden. Ja, hier ist die scharfe, wie heißt es? Scharfe Ecke, nicht heiße Ecke, sondern scharfe Ecke. Und hallo, eine Currywurst bitte, sehr scharf, habe ich jetzt mal bestellt. Getränke sind hier auf normalen Reisen zu bezahlen. Oh, es gibt hier Astra in Flaschen, also wer das jetzt aus anderen Teilen Deutschlands nicht kennt, Astra ist unser lokales Hamburger Bier. Ach, guck mal, wird handgeschnitten. Nicht hier irgendwie mit Maschine, so, sondern liebevoll mit der Hand geschnitten. Ich weiß gar nicht, ob es. Haben Sie auch Pommes hier? Ah, doch, eine Fritteuse sehe ich, aber ja. Und jetzt habe ich ja gesagt, sehr scharf. Na, da bin ich jetzt ja mal gespannt hier. Wenn ich hier sehr scharf. Ah, hätte ich fast ohne Brötchen sagen können, aber. Das ist ja. So. Thank you, vielen Dank. So, jetzt wollen wir mal hier. Ich will die hier gar nicht so stehen lassen, ne, wenn ich sie. Ist ja ein bisschen unhöflich. Also hier geöffnet bis in die Nacht. Ja, das ist ja was, hat man auch eingeführt, erst auf der Prima. Jetzt halt. Ah. Mhm. Ja, fruchtig. Eine schöne. Oh, jetzt doch. Das ist ja, wie das manchmal so ist bei Schärfe. Mhm. Man merkt es erst so. Ja, im Abgang. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so laut nach dem Feuerlöscher schreien würde. Also, ist gut. Ich finde die von der Wurst auch gut. Ja. Wobei, jetzt kann ich gar nicht, man will die eigentlich zu Ende essen, aber ich lasse die mal stehen, ja? So, war sehr lecker. Ich hoffe, man sieht mir das nachher. Aus Gründen der Dreharbeiten kann ich es leider nicht aufessen. Was mag das denn hier sein? Ach, guck mal, hier kann ich mir Lutscher machen lassen, wo dann Gesichter drauf sind, offensichtlich. Okay. Ja, interessant. Kann ich hier. Ja. Wollen wir eins machen? Wie lange dauert das? Ich sag mal so, damit es wirklich richtig trocken ist, müssen wir 20 Minuten einkalkulieren, ja? Ja, das schaffen wir nicht. Also 20 Minuten, aber vielen Dank. Ja? Wir sind morgen auch nochmal da. Dann probier ich es morgen nochmal aus. Also man kann hier sein Gesicht auf den Lutscher, sehr schön, vielen Dank. Bevor wir in die Disco reingucken, gucken wir hier erstmal in die Bar, in die Tapas-Bar
deren Namen ich gerade vergessen habe, aber er steht hier bestimmt irgendwo dran. Wie heißt es denn? Ja, hier habe ich, guck mal, Albondigas. Die sind ja ganz schön klein hier. Das sind ja hier so diese Fleischbällchen in Tomatensauce. Also das sind wirklich Bällchen, das sind ganz kleine hier. Datteln in Speckmantel, nicht Datteln, sondern Backpflaumen. Kleine grüne Paprika mit Fleur de Sel. So, hier ist auch relativ lange geöffnet. Ich denke meistens bis 23, 24 Uhr. Hier kann ich später essen. Essen kostenlos, Getränke zu bezahlen. Chorizo, Sardinien in Kräuteröl. Ach ja, Tapas und Bar heißt es offensichtlich, genau. Ja, Getränke sind zu bezahlen. Also Garnelen in Knoblauch, Chiliöl, Runzelkartoffeln. Also warme Tapas gibt es auch. Also es muss jetzt nicht hier bei den kleinen Sachen bleiben. So, wir wollen jetzt mal reingucken in die Location, ja, die nach 20 Jahren sozusagen die Anytime Bar abgelöst hat, die D6 Disco. Warum D6? Ganz klar, ups, weil wir auf Deck 6 sind. So, es wird mal wieder ein bisschen dunkler, aber wie wir sehen, ach guck mal, wir können hier die Disco in ihrer vollen Schönheit tatsächlich sehen, weil es alles leuchtet. Man hat hier interessanterweise immer so Separés einmal, ja, hier mal auf der Seite, auch mal hier auf der Seite, hallo. Guck mal, hier kann man also sitzen, ne, wenn man nun sagt, man will jetzt da gar nicht großartig tanzen oder so, dann geht man halt hier rein, ja. So, jetzt gucken wir mal, hier ist eben die Bar dann von der Disco. Und ja, jetzt gucken wir hier mal, das ist schon hier mit diesen Decken, mit dieser Deckenbeleuchtung, finde ich, sieht das echt ganz fancy aus. Und ich habe hier dann, ja, so Lichteffekte, wenn ich das mal hier, diese Dinger, ja, die kann man nun hier rotieren lassen, das können andere Farben sein und so weiter. Also alles, was die moderne Leuchtdiodentechnik heutzutage hergibt. Ja, hier hinten kann ich auch nochmal sitzen. Also muss man schon sagen, ne, das ist hier von der Kapazität relativ groß. Ich habe natürlich immer das Problem, was ich immer habe. Ja, ich erwähne das ja gebetsmühlenartig, dass es heutzutage erfahrungsgemäß immer nicht mehr ganz so einfach ist. Was ist hier für eine Kugel? Ganz so einfach ist, diese Locations zu füllen. Ja? Weil dann die Leute sagen so, ach Mensch, so viel gegessen, Tischwein getrunken, ich gehe ins Bett. Guck mal, jetzt waren hier so Offiziere, die haben uns gesehen, sind die alle verschwunden oder haben sich irgendwie versteckt. Aber ja, ach guck mal, hier ist noch eine Disco-Kugel oder was. Aber ja, hat man vom Design hier echt hübsch gemacht. Aber guck mal, jetzt bieten wir doch im Vergleich zu dem Rundgang zur Prima doch noch einen deutlichen Mehrwert, weil man jetzt diese Sachen, die hier letztes Mal alle nur im Stockdunkeln waren, alle nochmal sehen kann. Das ist natürlich ganz fantastisch. Ja, so, D6. Hier bin ich gestern, war glaube ich nur ganz kurz drin. Aber ja, das ist ja immer so ein bisschen, ne? Viele von euch, ja, die sagen, genieß es und viel Spaß und so. Ja, es ist halt, dafür ist dann keine Zeit. Wenn ich weiß, ich mache am nächsten Tag hier diesen Rundgang, ja, dann will ich jetzt nicht irgendwie da, bis nachts da in der Disco sein. Das geht halt nicht, weil dafür muss man eigentlich zu sehr präsent sein. Ne? Es gibt eine weitere Raucherlounge. Ja, also. Wenn ich der Firma Rems mal jetzt meine Kontonummer mitteile, erwarte ich, dass sie mindestens 10.000 Euro überweisen, ja, weil ich auch die Raucherbereiche zeige. Ach, ist das schön. Frisch gestrichen. Ah, aber windig wieder. Ja, hier also der besagte Bereich, wenn wir darüber gucken, wo es in die Rettungsboote geht. Ja, hallo? Ah, wir kennen uns von vorhin. Wir drehen hier noch. Das ist die Antje, die nicht mehr ihr Gastgeber ist, sondern die jetzt vor Elements arbeitet. Die heute Geburtstag hat. Antje hat heute Geburtstag, wird 23 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, genau. Ja, und hat hier Geburtstags-Bingo-Bär. Ach, ja. Da kriegt man dann diesen Anstecker. Ja, ich mache immer Bingo. Ah, Bingo. Da kann man auf den glorreichen, ja, Bingo-Bär. Also, Antje macht immer Bingo, das ist der Bingo-Bär. Aber für Bingo-Bär müsste man so das Dreifache... Ja. Ach, du heißt Bär mit Nachnamen. Ach, Antje Bär, ja. Genau, also viele kennen wahrscheinlich die Antje, die können ja da jetzt mal einen Kommentar schreiben. Vom Bingo. Nein, live sind wir nicht, aber... Nein, live sind wir nicht. Also Antje, die heute Geburtstag hat und Bingo Bär ist, weil sie Bär heißt. So, jetzt gehen wir in eine Location. Heute Abend gehen wir hier mal rein, in die Nightfly Bar nämlich. Das ist so ein Nachtclub, ja. Also Nachtclub im Sinne von... eher so Kabarett oder so. Kabarett, also hier gibt es dann so, ja, ich weiß nicht, so eine Mischung aus, wie soll man es nennen, Musik, Comedy, Burlesque. Ja, jetzt gucken wir mal hier. Ja, das ist so eigentlich alles so ganz hübsch.
Ja, gucken wir hier mal rein. So, da sitzt doch schon Boris Brandt, der Entertainment-Chef. So, hallo. Genau, also hier kann man nun sich diese Show angucken, die eigentlich wie heißt? Wie heißt die Show? Die Show heißt jeden Tag anders. Weil es ja jeden Tag. Ach, jeden Tag. Ach, es gibt jeden Tag andere Show. Freunde. Ja. Hallo, liebe Freunde aus dem Internet, jeden Tag eine andere Show, nur auf AIDA und nur hier. Ja, sehr gut, sehr gut. Genau. Viel Spaß irgendwie noch. Ja, also das ist, letztes Jahr sind wir hier gewesen, das ist sehr schön gewesen. Jetzt geht es noch ganz nach vorne raus und zwar in die Spraybar, ja, wo man dann ein Champagner trinken kann. Wie heißt es eigentlich? Moët et Chandon? Chandon? Ist ja ein Moët, es klingt eigentlich französisch. Moët, heißt es dann Moët et Chandon? Ich weiß es nicht. Hier ist alles weiß. Ja? Also hier möchte ich, glaube ich, nicht derjenige sein, der dann dafür die Reinigung zuständig ist. Ja, weil man dann kommen die Leute hier mit ihren Schuhen, mit schwarzer Sohle und dann macht man mal so hier, ach Gott, guck dir das an. Kaum gehst du da rüber, da hast du da nicht schon, das ist ja eigentlich jetzt unangenehm. Ne? Haben die hier irgendwie einen Lappen oder was? Also das, na gut. Immer gut, sie werden rüberwischen. Aber das geht natürlich relativ schnell. So, ich habe hier große Attrappen. Ja? Also hier ist nichts drin, gar nichts. Also außer Luft. Ja, das ist also hier der, das sind die Champagner. Hello, die Champagner-Attrappen. Es ist so sehr hübsch. Ja? Der einzige Haken natürlich in dieser Location ist, ich habe hier kein Licht, kein natürliches. Ne? Also man ist hier so in so einem, ja, denkt man so, naja. Ja, also es ist halt alles weiß, okay, aber da bin ich auch gespannt, ob das eine Location ist, die soweit so gut funktioniert hat, dass man sagt, das macht man dann auf den Neubauten auch. Jetzt geht es hoch, ja, ich sag mal zu einem ganz besonderen Platz, nämlich wo ich nämlich rauskomme. Hoffentlich ist es nicht gesperrt. Hallo? So, hier wird noch ein bisschen auch repariert, aber er hat gesagt, es ist nicht gesperrt. Der Kollege, der... Jetzt ist es hier an Wind... Ja, genau, hier gucken wir gar nicht hin. Das ist hier die. Ich meine, es ist fantastisch hier, oder? Das ist dieser Blick hier, ist einfach, wir sind ganz, ganz vorne, einige Meter. Großartig, über dem Kussmund. Ah, das ist wirklich, ja. Also, wenn dieser Bereich denn offen ist, das ist wohl nicht immer so, aber dann ist es ganz einfach fantastisch, ja. Richtig toll. Also, ich würde sagen, wir haben die ersten Decks, haben wir jetzt schon. Also die erste Hälfte haben wir geschafft. Nein, also zwei Decks haben wir noch. Wir sehen uns gleich wieder im, wie heißt es, D3 Market, Pier 3 Market, im Pier 3 Market. Genau, ja, da sehen wir uns wieder. Angekommen auf Deck 3. Jetzt könnte man denken, das ist hier der Indoor-Jogging-Track. Weil das glaube ich hier, dass es einmal so gerade irgendwie lang geht hier über 150 Meter, wäre dann eher was vielleicht für Kurzstreckenlauf oder so, ja. Also das kann man denn hier machen. Wir wollen jetzt nochmal die Dinge angucken, die sich eben hier unten befinden. Zum einen ist das der, heißt es Pier 3 Market, so richtig schön auf Englisch, Pier 3 Market. Hier kann ich kurz was erklären. Starbucks-Kaffee wird ja hier neuerdings serviert. Ja. Das ist aber keine eigene Starbucks-Filiale in dem Sinne, sondern es ist nur, man hat dieses, wenn da steht, we proudly serve Starbucks, dann ist das nur so eine Kooperation, dass man eben die Bohnen verwendet. Aber es gibt hier jetzt kein Frappuccino oder sowas, sondern es, ja, das Sortiment ist relativ einfach. Ja. Wobei ich schon einen Preisfehler festgestellt habe. Ne? Espresso kostet 2,70, der doppelte 3,90. Wobei da aber auch steht, der zusätzliche Espresso-Shot kostet nur 1 Euro. Das heißt, ich würde jetzt euch den Tipp geben, ihr könnt 20 Cent sparen, wenn ihr einen Single-Espresso nehmt und dann sagt mit einem Extra-Shot, dann kostet der nicht 3,90 wie der Doppelte-Espresso, sondern nur 3,70. Ah, das ist halt was, wo man sagen muss, das ist halt unlogisch. Also das würde ich, glaube ich, noch ändern. Schon wieder wogegen gelaufen. Das ist ja langsam, beim vierten Mal wird es peinlich. So, hier habe ich überall Dinge, die ich mir dann holen kann, wenn ich zum Beispiel morgens schon Hunger habe und sage, Mensch, ich will auf dem Balkon frühstücken. Ja, das sind Dinge, oder eben jetzt hier am Nachmittag. So, die kann ich mir mitnehmen. Ja, die Getränke sind natürlich käuflich zu erwerben. 2,50 hier, das gute AIDA-Wasser, 1 Liter aus der Güstrower Schlossquelle. Ja. So, und dann habe ich hier so Kühlschränke. Ich will da gar nicht so irgendwie so unhygienisch dann rumgrapschen, ja, weil dann kriegen einige Leute von euch wieder einen Herzinfarkt, ja, wenn sie das sehen. Was macht der denn da schon wieder? Also ich fasse es mal nicht an, hätte ich mir die Hände desinfizieren müssen. Also hier sind so Sandwiches oder so, dann so kleine Kuchen und Desserts. Ja, eigentlich alles so ganz nett. Ja. Also das ist dann hier so eine Geschichte. Ich kann dann hier, ja, interessanterweise dann auch reingehen. Warum man das hier hat,
Ah, mit einer Schiebetür. Hm. Ja, ob jetzt hier Leute wirklich in dem Maße so sitzen, kann ich mir fast gar nicht so vorstellen, ehrlich gesagt. Und ja, weil das ist eigentlich doch jetzt nicht so eine Location. Ich habe halt hier kein Tageslicht oder so, ne? Also weiß ich nicht, ob das so in dem Maße funktioniert, ehrlich gesagt. Aber na gut, ja, am Ende hatte man wahrscheinlich den Platz irgendwie und dachte, irgendwas müssen wir nutzen. Aber wer weiß, ich meine, vielleicht so, wenn einige so nach dem Kaffee, ich meine, gut, klar, wenn ich einen Kaffee kaufe, will ich mich ja auch irgendwo vielleicht hinsetzen und dann setze ich mich vielleicht hier hin. Aber ja, naja, irgendwas werden sie sich dabei gedacht haben, ja. Das sind die Tenderlooken vielleicht. Ach so, ja, das ist hier die nächste Spekulation hier. Eventuell gehen da dann die Luken auf für die Tenderboote. Geht da die Luke auf? Das ist natürlich, das mag so richtig sein, ja. Das macht eigentlich Sinn, dass man dann da so durchläuft. Siehst du, das ist halt, ne, wenn man das Schiff jetzt nicht so richtig realistisch erlebt, ja, sondern nur so bei so einer Vorabfahrt, so, dann ist es, da bleibt es ein bisschen oberflächlich. So, Chips und so weiter, die gibt es natürlich nicht umsonst. Das kann ich alles noch kaufen. Aber ich würde euren Blick gerne nochmal hier auf diese Sejafredo-Kapselmaschine lenken. Das ist etwas, wenn ich keine Kabine habe, die es, denke ich, auch im Suitenbereich gibt, wo es enthalten ist. Die kann ich mieten für die Kabine. Kostet, glaube ich, um die 20 Euro pro Woche und bekomme dann da Kapseln dazu. Ja, die kann ich dann mieten und habe dann eben auch meinen Kaffee. Ja, gut, das war der Pier 3 Market. Und wir nähern uns mit großen Schritten hier dem großen Finale. Ach ja, hier auch noch mal kurz zu zeigen. Wenn der nun geschlossen hat, es ist mitten in der Nacht, ich habe Hunger, ja, was soll ich da machen? Ich gehe dann hier zu diesem Automaten, halte meine Bordkarte ran und hole mir was zu essen, ja, weil ich ja sonst nichts gegessen habe, Rauchmandeln oder und eine Dose Red Bull. Ja. Also wenn mir morgens um 4 noch eine Dose Red Bull ist, gehe ich hierher. Gut, Hospital oder so befindet sich auch alles hier im unteren Bereich, aber da wir ja hoffen, dass ihr nicht krank werdet, gehen wir da jetzt nicht lang. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Rezeptionsbereich an. Hier gibt es auch noch Internetrechner. Jo, das ist ja was, wo man sagen muss, das ist auf dem ganz absteigenden Ast hier mit diesen Internetcomputern. 19 Cent die Minute ist im Branchenvergleich im Jahr 2017 günstig, muss man sagen. Viele Reedereien 79, 49 Cent oder so. 19 ist also dagegen ein Schnäppchen. Ja, hier kann ich jetzt nachgucken. Hier kann ich jetzt meine Kreditkarte beispielsweise hinterlegen, also wenn ich die vorher nicht angegeben habe oder meine Zahlungsoption, wie ich am Ende bezahlen will, das kann ich dann da noch registrieren. Ja, hier einmal die Rezeption mit einem interessanten Kunstwerk. Hallo, wahrscheinlich werden hier nachmittags so Torten raufgestellt, Schwarzwälder Kirsch, Apfeltorte, ne, hier gibt's. So. Nicht nur, ja genau, die Kinder spielen damit, ja. Die Kinder und ich spielen damit, ja. So, ja, also das ist es dann eigentlich auch schon komplett gewesen. Da kann ich noch, ist noch ein Ausflugsdesk, da kann ich mich dann informieren, was Ausflüge angeht oder sie dann natürlich da auch buchen. Ja, das ist es gewesen. Also hat doch wieder ein bisschen länger gedauert, aber ich dachte mir so, AIDA Perla ist zwar nicht das spannendste neue Schiff, weil es eben komplett baugleich ist, so prima, aber ist natürlich das wichtigste Schiff, weil die meisten von euch im Vergleich zu den anderen Schiffen in diesem Jahr dann damit natürlich mal fahren werden. Also deswegen das auch natürlich ein bisschen ausführlicher. Ja, das ist gewesen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr das Ganze buchen wollt, ihr wisst, ihr geht gerne über den Link, denn dann sichert ihr euch viele weitere Videos. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.